So, einen wunderschönen guten Abend zu unserer dritten Folge Live mit Olympus. Ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder live sein können, dass ihr wieder zuschauen könnt, wenn ich hier mit einem Gast über Fotografie rede, über Olympus rede und über unsere Leidenschaft mich austausche. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir das jetzt hier schon zum dritten Mal durchführen können. Dieses Mal auch komplett ohne Fußball. Das heißt, ich hoffe, es ist der eine oder andere Zuschauer mehr dabei. Wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich gerne auch nochmal in den Kommentaren eure Fragen loswerden. Also das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, weil je mehr Fragen ihr stellt, umso spannender wird das Ganze. Das heißt, ich habe während der ganzen Zeit mein Handy in der Hand. Ich gucke nicht aus Unhöflichkeit aufs Handy oder aus Langeweile, sondern ich habe einfach den Chat im Auge und ich versuche dann, eure Fragen direkt auch an Patrick weiterzugeben, dass wir auch über eure Fragen reden können. Also das wäre ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig wäre. Der nächste Punkt, wir haben hier noch eine Folie vorbereitet. Die, die schon mal zugeschaut haben, die kennen das Ganze vielleicht schon. Wir haben wieder eine kleine Slido-Web installiert. Das heißt, ihr könnt den QR-Code abfotografieren, ihr könnt euch dort einloggen und ihr könnt dann auch euer Feedback dazu abgeben. Auch das Feedback ist für uns ganz, ganz besonders wichtig, also nicht nur für mich selber oder für den Patrick, sondern auch für Olympus. Denn je besser oder je mehr euer Feedback da ist, umso öfters wird Olympus das Ganze natürlich auch gerne nochmal wiederholen. Ihr dürft auch gerne auch Wünsche reinschreiben. Was wünscht ihr euch für kommende Folgen? Was wäre mal eine Idee, was wir hier machen könnten? Wen sollten wir interviewen? Also auch das dürft ihr gerne alles dort in dieser Slido-App hinterlassen. Also von daher, ich freue mich auf einen schönen Abend mit euch und wir haben das ein oder andere vorbereitet. Bevor wir allerdings richtig loslegen, möchte ich noch einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um in eigener Sache noch mal ein paar Worte loszuwerden. Und zwar freue ich mich ganz, ganz besonders auf den 25.07. Denn am 25.07. Wird der große ultimative Olympus-Workshop, den ich in den letzten Monaten und Wochen aufgenommen habe, endlich veröffentlicht. Wir haben lange und hart gearbeitet, wir haben wirklich alle Features an den Olympus-Kameras versucht aufzuzeichnen, versucht zu erklären. Und wenn ihr hier auf diesen Link gebt, den wir euch hier eingeblendet haben, haben die ersten 100 Registranten die Möglichkeit, den Kurs für 50% zu erkaufen. Wenn ihr euch dort einträgt, ist es noch nicht, müsst ihr noch nichts bezahlen. Das heißt, es ist erstmal eine Vorreservierung. Ihr könnt dann immer noch überlegen, ob ihr diesen Kurs zu diesem Preis haben wollt. Aber die ersten 100 Leute, die sich dort registrieren, die haben die Möglichkeit, am 25.07. den Kurs mit einem Rabatt von 50% zu kaufen. Der Kurs hat ungefähr über 18 Stunden Spielzeit. Es sind insgesamt 20 Module, die ihr euch anschauen könnt. Und das Ganze ist aufgeteilt in drei verschiedene Level. Und es sollte wirklich für jeden was dabei sein, vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Es werden wirklich alle OMD- und PEN-Kameras behandelt. Es wird alles erklärt, was ihr einstellen könnt, vom Fotografieren über Videofilmen. Es sind verschiedene Praxisparts dabei. Ja, und das könnt ihr euch alles ab dem 25.07. anschauen. Also wer unbedingt noch was, oder wer noch was dazu, jetzt habe ich einen kleinen Hänger. Wer unbedingt noch was dazulernen möchte, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, ich habe keine Ahnung warum. Wer noch was dazulernen möchte, sollte sich den 25.07. vormerken, sollte sich dann den Kurs mal anschauen. Es gibt eine Facebook-Gruppe dazu, wo ihr uns rund um die Uhr erreichen könnt. Und auch da freuen wir uns natürlich sehr auf euer Feedback. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit in den letzten Monaten. Ich bin froh, dass das Ganze fertig ist. Ich habe einige Schweißperlen hinter mir gelassen, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und freue ich mich wirklich sehr drauf. Jetzt kommen wir aber allerdings zum nächsten Gast und ich freue mich wirklich ganz, ganz besonders, dass heute Patrick Scholz hier bei mir ist. Patrick Scholz, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, ist auch Olympus Visionary wie ich auch. Allerdings ist Patrick Scholz, ich würde mal sagen, Weltenbummler. Also Patrick ist ganz, ganz viel unterwegs in ferne Länder mit dem Fahrrad, mit seinem VW-Bus. Mittlerweile glaube ich sogar fulltime im Bus wohnend, aber dazu werden wir gleich nochmal Näheres erfahren. Und ich würde es vorschlagen, bevor ich zu viel über Patrick erzählen muss, soll Patrick das doch gerne mal selber übernehmen. Patrick, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du den Abend mit mir verbringen wirst. Und wie gesagt, stell dich doch einfach mal mit ein paar Worten vor. Erzähl uns ein bisschen was von dir und ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Abend mit dir. Also Patrick, das wäre jetzt dein Part. Viel Spaß damit. Super. Hallo auch von meiner Seite, Thomas. Ich freue mich mega, erstmal dabei zu sein. Ganz herzliches Hallo auch an alle Zuschauer, die jetzt live dabei sind und auch die sich das später nochmal im Nachhinein vielleicht anschauen. Genau, ein paar Worte hast du ja zu mir schon verloren. Ich heiße Patrick Scholz, komme aus Süddeutschland, wohne hier am Bodensee und bin aber eben, wie du ja gerade schon erwähnt hast, eigentlich seit vielen, vielen Jahren primär unterwegs. Also bin tatsächlich immer nur für kurze Stops hier in Deutschland und habe so meine Leidenschaft des Reisens inzwischen auch mit meinem Beruf als Fotograf kombiniert, arbeite also von unterwegs. Lebe unterwegs, inzwischen eben schon seit 3 Jahren im VW-Bus. Zuvor war ich knapp 2 Jahre mit dem Fahrrad unterwegs.
Und ja, habe auch vor, diesen Lebensstil so noch eine ganze Weile fortzusetzen. Ich bin eben, wie du gerade ja auch erwähnt hast, ebenfalls Olympus-Fotograf, Olympus-Visionary, und arbeite hier schon seit einigen Jahren mit Olympus zusammen. Und genau, heute habe ich die Ehre, euch so ein bisschen aus meinem Alltag zu berichten, einige Bilder mit euch zu besprechen. Wie Thomas gerade schon gesagt hat, schreibt gerne Kommentare, stellt Fragen, wenn ihr besondere Sachen wissen wollt zu mir oder zu den Bildern. Und ja, dann verbringen wir einfach einen schönen, gemütlichen Abend zusammen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also wirklich, ich freue mich sehr auf dich, auf die Bilder. Ich konnte ja schon die Bilder im Vorfeld anschauen und ja, es sind wirklich tolle Bilder dabei. Wir haben einiges vor, wir haben viele Zettel vorbereitet. Ich habe mir extra alles ausgedruckt, um nichts zu verpassen nachher. Wie beim letzten Mal auch, Patrick ist so ein bisschen im Blindflug unterwegs. Das heißt, ich kann Patrick sehen. Patrick kann mich leider allerdings nicht sehen, beziehungsweise auch nicht das, was wir jetzt gleich hier zeigen, weil er im Prinzip vor einer ganzen Kamera sitzt, hier gemütlich auf. Ja, hoffe ich, dass es alles gut klappt, dass wir die Bilder in der richtigen ganz gut. Von daher verzeiht es uns, wenn es hängt. Doch gerne natürlich zwischendrin reinschreiben, wenn der Ton nicht passt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Also auch da gerne wirklich Feedback dazu geben. Und ja, ich würde sagen, Patrick, wir fangen einfach mal an mit den ersten Bildern. Das allererste Bild ist ja noch, ich sag mal, verhältnismäßig unspektakulär. Das ist dein Fahrrad. Erzähl doch da mal ein bisschen dazu. Wie kommst du dazu? Bist du mit dem Fahrrad unterwegs oder ja, wo seid ihr unterwegs? Erzähl mal ein bisschen mehr davon. Genau. Also erstmal auch noch von meiner Seite zu der technischen Seite. Meine Freundin streamt hier das Ganze gerade auch noch übers Handy mit und hat mir gerade schon gesagt, mein Ton ruckelt ein bisschen. Gebt da gerne Feedback, wenn ihr mich nicht versteht, dann versuche ich das hier nochmal übers mobile Netz zu lösen. Ich bin heute extra in der Wohnung, ausnahmsweise. Ich lebe ja normalerweise Vollzeit in meinem Bus. Hab, da das Netz in Deutschland ja oft leider sehr schlecht ist, mich heute in eine Wohnung von einem Freund begeben, quasi, da das WLAN hier eigentlich stabil sein sollte. Also ich hoffe, das passt alles erstmal. Gib da aber, wie gesagt, gerne Feedback. Genau, wie kam es zu dieser Fahrradreise? Ich habe es ja gerade schon kurz angeschnitten. Ich bin 2000, jetzt muss ich aufpassen, das ist ja schon ein paar Jahre her, 2015 mit dem Fahrrad gestartet und hatte eine große Weltreise vor, wollte mit dem Fahrrad bis Indonesien radeln, habe das dann am Ende auch durchgezogen. Und bin im Prinzip im Zuge dieser Radreise auch zu Olympus gekommen. Also das war einmal die große Idee dieser langen Fahrradtour. Ich wollte eine lange Zeit unterwegs sein, ich wollte viele Länder kennenlernen und wollte vor allem auf dem Landweg unterwegs sein mal, weil ihr kennt das ja vielleicht, wenn man, oder du Thomas kennst das ja bestimmt auch, wenn du in ferne Länder fliegst und reist, dann steigst du in Deutschland in den Flieger und kommst in einer völlig fremden Kultur, in einer völlig fremden Gegend an. Und dann ist das erstmal wie so ein kleiner Kulturschock jedes Mal. Und man verpasst total, was befindet sich zwischen Deutschland und dem Land, in das man gereist ist. Und genau das wollte ich eigentlich erfahren und kennenlernen. Und da ist das Fahrrad in vielerlei Hinsicht eigentlich der perfekte Reisebegleiter, weil man einfach sehr, sehr nah an Mensch, an Natur, an allem dran ist. Als Fotograf natürlich auch ganz spannend, weil ich nicht mit dem Auto irgendwo durchrausche oder mit dem Motorrad, sondern wirklich alle Fühler ausstrecken kann und wirklich jedes Detail in der Natur wahrnehmen kann. Und genau, so bin ich dann gestartet auf diese Reise 2015. Und als ich gepackt habe, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass mein Fahrrad schon völlig überladen ist. Man sieht das vielleicht auf dem nächsten Bild, Thomas, wenn du einmal weiterklickst. Genau. Da sieht man ja das Rad. Ich bin tatsächlich mit 85 Kilo Gesamtgewicht, also Fahrrad plus Gepäck, gestartet. Und da war dann natürlich für mich als Fotograf nochmal die große Frage, was für eine Kameraausrüstung soll ich denn da jetzt irgendwie noch zu dem Zelt, zu den Küchengegenständen, also Topf, Kocher und so weiter, Klamotten für verschiedenste Klimazonen, Schlafsack und. Was soll da noch an Kameraequipment mit? Ich wollte natürlich trotzdem möglichst gute Bildqualität haben. Auf der anderen Seite sollte die Ausrüstung möglichst robust sein, möglichst kompakt sein. Und so bin ich dann auf Olympus gekommen. Und ihr seht hier auf dem Bild auch gleich noch, wo die Kamera verstaut wurde. Das ist diese kleine Tasche auf dem Vorderrad oben drauf. Entschuldigt auch, wenn ich immer so ein bisschen zur Seite gucke, weil ich sehe, wie gesagt, im Livestream nicht die Bilder, die ihr seht momentan, sondern habe das hier auf dem zweiten Monitor neben mir. Deswegen gucke ich vielleicht nicht immer direkt in die Kamera. Das ist absolut okay, glaube ich. Ja. Genau, ihr seht auf dem Vorderreifen oben diese Tasche unter der gelben Plane. Das Gelbe ist die Regenhülle sozusagen für die Kameratasche und auf dem Vorderrad steht die Tasche drauf.
Die Kameraausrüstung war also wirklich 2 Jahre Vollgas den Witterungsbedingungen ausgesetzt, war dem Geschottel auf dem Fahrrad ausgesetzt, es gab keine Federung. Das heißt, die musste da ganz schön was mitmachen erstmal. Das heißt, du warst insgesamt 2 Jahre lang unterwegs mit dem Fahrrad oder wie lange warst du unterwegs genau? Genau, das waren am Ende 20, 22 Monate. Ja, also knapp 2 Jahre. Und war es für diesen Zeitraum geplant? Oder ich kann mir halt vorstellen, ich kenne das halt, wenn ich irgendwo, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig viel auf Fernreisen, so als Backpacker oder mit Fahrrad oder sonst was unterwegs, sondern wenn dann mal mit Motorrad oder halt, wie eben schon gesagt, mit dem Flieger. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass du auch zwar wahrscheinlich eine grobe Strecke geplant hast, eine grobe Richtung geplant hast, aber halt auch einfach gucken musst, was passiert von dem einen auf den anderen Tag. Das heißt, es ist wahrscheinlich sehr schwer absehbar, wie lange wird es denn letztendlich werden oder wie war das bei dir? Ja, absolut. Das ist schwierig, so eine Reise auf so einen Zeitraum und so eine Strecke auch zu planen. Ich bin Open End gestartet. Also ich wusste tatsächlich nicht, wann ich werde ich zurückkommen und bin im Prinzip einfach mal losgefahren und habe mich dann überraschen lassen und auch leiten lassen von den ganzen Ereignissen. Es gab die Ja. grobe Richtung, Indonesien war mein Ziel. Viel mehr war aber im Endeffekt nicht geplant und das hat sich dann alles unterwegs so ergeben. Und ich sag mal so, wie viele Dinge sind spontan dazugekommen, mit denen du nicht gerechnet hättest, sei es jetzt an Ländern, Etappen oder Ziele? Das habe ich noch nie gezählt. Das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, so runterzubrechen. Aber ne, da gab es natürlich ganz, ganz viele Sachen. Also allein die Routenplanung hat sich natürlich immer wieder angepasst an politische Situationen oder Ja. eben auch an Jahreszeiten. Das war natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil man ja doch relativ langsam unterwegs ist, muss man dann entscheiden, okay, wenn ich in Tadschikistan noch ins Pamirgebirge möchte, dann sollte ich vielleicht jetzt erstmal noch davor 2, 3 Monate langsamer machen, damit ich dort nicht im Winter komme oder halt auch vielleicht doch ein bisschen langsamer machen, dass ich einfach zur richtigen Jahreszeit am richtigen Ort bin. Ja. Da wurde schon viel angepasst, ja. Und im Nachhinein, du hast ja gesagt, dein Ziel war Indonesien. Das heißt, du hast ja irgendwie ein Ziel im Kopf gehabt, Indonesien im Kopf, das Land hattest du im Kopf. Was war, also unabhängig jetzt von den Bildern, die wir gleich noch anschauen werden, auch von den ganzen Etappen, was war so dein persönliches Highlight auf dieser Reise? War das wirklich das Ziel Indonesien oder hat sich das zwischendrin geändert? Weil ich weiß zum Beispiel, als wir das letzte Mal irgendwie unterwegs waren, ich meine, das war jetzt nicht vergleichbar mit deiner Reise, um Gottes Willen, aber wir waren unterwegs Richtung Kapstadt mit dem Schiff und hatten unterwegs auf St. Helena halt gemacht. Das war eine Insel, die hatte ich mal gelesen, hatte ich mal von gehört, aber hatte null Vorstellung. Und im Nachhinein war das mein absolutes Highlight und einer der schönsten Plätze, wo ich jemals war. Und das war halt so ein Ziel, wo ich vorher nie auf dem Schirm hatte. War das bei dir ähnlich, dass du sagst, oh, das war jetzt was, das war eigentlich fast noch schöner wie das eigentliche Ziel? Oder waren alles Highlights für dich? Das könnte man jetzt ganz klischeehaft sagen, der Weg war das Ziel. Ja. Das ist ja sehr, sehr schwierig für mich zu definieren. Ich werde das sehr oft gefragt, so, was war das Highlight der Reise, was war das schönste Land oder so. Und ich kann das nicht so ganz definieren, weil die ganzen Länder, ich war in über 20 Ländern unterwegs und die waren natürlich alle extrem unterschiedlich. Und das Ja. eine hat mich vielleicht landschaftlich wahnsinnig fasziniert, das andere von der Menschlichkeit, von der Gastfreundschaft sehr fasziniert. Und ich kann genauso wenig einen tropischen Regenwald in China mit dem Hochgebirge in Tadschikistan vergleichen. Und darum ist das sehr schwierig. Was man vielleicht sagen kann, was mich in Europa sehr überrascht hat, war Albanien. Das war ein Land, das einfach sehr, sehr dicht bei uns ist, wo ich aber gar nicht kannte und auch nicht so als Reiseland auf dem Schirm hatte. Und das war eigentlich so die erste sehr positive und tolle Überraschung. Das ist wirklich ein ganz Ja. spannendes Reiseland. Hat ein wunderschönes bergiges Hinterland, hat dann aber trotzdem total schöne Küste mit vielen Stränden und wahnsinnig gastfreundliche Menschen. Ja. Das war so die erste Überraschung, die vielleicht auch für alle hier, auch jetzt während Corona, vielleicht leicht zu erreichen ist, weil man Genau. nicht so weit reisen muss und hat da auch ein ganz spannendes Ziel erstmal. Definitiv. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, hier von deinem Gepäck und wo du deine Kamera verstaut hast. Da passt ja auch ganz gut das nächste Bild raus, was du rausgesucht hast. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen, was du alles mitgenommen hast. Wir sehen hier so ein bisschen dein Equipment auf dem nächsten Foto, Kamera, Objektive, ein Audiorekorder. Was hast du alles dabei gehabt? Ich habe mich dazu entschieden, erstmal nur Zoom-Objektive mitzunehmen, also keine Festbrennweiten, weil ich einfach sehr, sehr beschränktes Gepäck hatte.
Und dann halt mit möglichst wenig Objektiven möglichst viel Brennweite abdecken wollte, dabei aber trotzdem noch auf höchste Bildqualität gehen oder setzen wollte. Das sind alles Objektive aus der Pro-Serie. Also ich habe mir jetzt nicht so eine einmal immer drauf Linse genommen, irgendwas von 12 bis 200 oder irgendwo, weil ich einfach noch ein bisschen mehr Bildleistung und vor allem auch ein bisschen mehr Offenblende haben wollte. Und wir können das ja mal von links nach rechts durchgehen, gerade das Bild. Ich habe einen Audio-Recorder mitgenommen, den LS14, einfach um unterwegs für meine Vorträge Tonaufnahmen machen zu können. Da kommt nachher auch noch mal ein Bild, wo man ein bisschen sieht, was ich noch mit dem so angestellt habe. Das war eben dafür. Dann ein Telekonverter, den MC14, also 1,4-facher Telekonverter, hatte ich dabei, um einfach noch ein bisschen mehr Telespielraum zu bekommen. Ohne ein weiteres Objektiv zu brauchen, da finde ich das wirklich großartig, dass man da einfach die Brennweite nochmal verlängern kann damit. Dann das 40 bis 150, nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingsobjektive, Absolut, ja. das ich wirklich im täglichen Gebrauch habe, du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Das ist Also einfach ich ein wurde wahnsinnig die tolles Tage Werkzeug. gefragt, als wir diesen Olympus-Workshop aufgenommen haben, den ich eben schon erwähnt habe, war so eine Frage in einem der Teile, wenn du drei Objektive aussuchen dürftest, was darf auf keinen Fall fehlen? Sehr, sehr schwer, aber das 40-150 war bei mir auch dabei. Also es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Objektiv, was Abbildungsleistung und so angeht. Und wenn wir gerade schon bei dem Objektiv sind, darf ich vielleicht einmal noch mal ganz kurz so einen kleinen Werbeblock einwerfen, weil es gibt aktuell immer noch die Olympus Lens Promotion. Die gilt, soweit ich weiß, bis zum 15. August noch. Und auch dort kriegt man natürlich das Teleobjektiv mit dem Telekonverter. Und das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Kombination. Unten blenden wir auch noch mal den Kurzlink zur Lens Promotion ein. Den erreicht man auch über die Olympus-Webseite. Also es lohnt sich da immer noch mal reinzuschauen, wer eh vorhat, irgendwie ein Objektiv zu kaufen. Ich denke, du kannst es mit Sicherheit auch empfehlen, die anderen auch. Also schaut da unbedingt mal rein. Das war jetzt aber schon genug Werbeblock. Weiter zu dem, was du noch ja, mitgenommen hast ansonsten. Ja, so zu dieser Frage, welche drei Objektive würdest du mitnehmen, was darf auf keinen Fall fehlen? Wenn mir die Frage gestellt werden würde, würde die Antwort natürlich immer ein bisschen variieren, je nachdem, was ich vorhabe, aber so als immer dabei Set würde ich nach wie vor genau diese drei Objektive auswählen, Ja. weil man einfach vom Weitwinkel bis zum wirklich langen Tele komplett abgedeckt ist. Und das ist auch immer meine Ausrüstung, wenn ich wandern gehe, wenn ich auf solche Rucksacktrips gehe oder so, weil einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Absolut, Neben ja. dem 40 bis 150 steht das Standard 12 bis 40 mm, eben die Pro-Version. Nebendran der Body, das ist noch die EM5 Mark II. Das war 2015 die neueste Kamera aus der Serie. Inzwischen gibt es das Nachfolgemodell, die Mark III, die ich nach wie vor auch im täglichen Einsatz habe. Ja. Einfach nochmal so einen kleinen Ticken kleiner als die 1er-Serie. Noch leichter, was bei mir auf dem Fahrrad natürlich sehr, sehr wichtig war. Und ich habe mich in der Zeit einfach so sehr an diese Kamera gewöhnt, dass ich die nach wie vor auch wahnsinnig gerne nutze. Und genau als drittes Objektiv ganz rechts im Bild steht noch das 7 bis 14 Weitwinkelobjektiv. Also wirklich, wie du sagst, eine wahnsinnig tolle Kombination. Ich selbst mag die EM5 unheimlich gerne, auch gerade die Dreier. Viele jammern ja immer so ein bisschen gegen den Kunststoffgehäuse. Ich finde es wahnsinnig gut, sie ist ultraleicht, die Bildqualität ist wirklich toll. Und selbst noch mit dem großen Teleobjektiv liegt sie immer noch verdammt gut in der Hand. Also das ist wirklich auch so eine Kamera, wenn es bei mir irgendwie auf einen Städtetrip oder irgendwas geht, ist das meistens meine erste Wahl, weil sie je nach Objektiv, also ich habe dann oft das 12 mm als Festbrennweite dabei für so Städteaufnahmen. Und dann passt es auch mal noch in eine Jackentasche, je nachdem, was man da anhat. Und das ist halt wirklich extremst genial bei der Kombination. Also von daher, sehr, sehr schöne Kombination. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal so eins der ersten Bilder an, was du mir hier mitgegeben hast, was du hier gemacht hast. Das ist ja wahrscheinlich schon direkt für die Kamera so ein kleiner Härtetest, oder? Also egal, ob es jetzt Staub oder Hitze angeht. Ja. Ja, das war eben ganz wichtig, dass sie neben ihrer Robustheit, weil sie es ja auf diesem schotterigen Vorderrad aushalten musste, waren auch einfach die Witterungsbedingungen oft sehr extrem. Das Bild hier ist im Iran entstanden. Da haben wir noch einen spontanen Trip in die Wüste unternommen. Und das muss so eine Kamera dann natürlich erstmal wegstecken. Man sieht es ja so im Hintergrund, verblasst die Wüste immer mehr. Daran erkennt man, wie viel Sand und Staub da doch in der Luft unterwegs war.
Das musste sie aushalten. Und dann zu dem Bild vielleicht auch noch gleich interessant zu sagen. Auf dem Bild sind Manu, das war mein Reisegefährte. Wir waren dann am Ende zu zweit unterwegs. Ursprünglich war das mal geplant, dass ich alleine losfahre, habe dann aber über Zufälle noch jemand kennengelernt, der die gleiche Route vorhatte. Das war der Manu. Wir sind dann eben zu zweit gefahren. Und hier sind wir jetzt beide im Bild. Und solche Aufnahmen wollten wir natürlich haben für unsere Vorträge. Das ist ja langweilig, wenn immer nur einer zu sehen ist. Und es war dann aber oft sehr aufwendig. Hier in dem Fall habe ich die Kamera auf ein Stativ gepackt, habe dann den Selbstauslöser eingestellt. Die Timer-Funktion hatte ich hier genutzt, eben, dass die Kamera nach etwa 2 Minuten alle 3 Sekunden ein Foto macht, damit ich einfach am Ende viel Auswahl habe. Bin dann die ganze Düne runtergerannt, auf der die Kamera stand, ja, auf der anderen Seite ganz schnell wieder hochgerannt, damit wir hier durchs Bild laufen konnten. Also sowas immer mit viel Aufwand verbunden und zum anderen steht die Kamera dann natürlich auch mal ein paar Minuten wirklich im Sandsturm im extremsten Fall und muss das eben mitmachen. Sehr, sehr schönes Bild. Also ich muss gestehen, Wüstenbilder bin ich immer sehr, sehr neidisch, weil das ist noch so ein Ziel, egal welche Wüste, das habe ich bisher noch nicht geschafft, muss ich aber unbedingt irgendwann noch machen. Ich hoffe, dass man bald da mal wieder so ein bisschen mehr reisen darf. Ja, mag ich total gerne. Iran, wie lange warst du dort im Iran? 5 Wochen waren das im Endeffekt und das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Zum Fotografieren natürlich wahnsinnig abwechslungsreich, ganz spannend, weil einfach eine uns fremde Kultur, ganz viele spannende Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Zum Iran kann man vielleicht auch noch sagen, wirklich das mit Abstand gastfreundlichste Land, das ich bisher bereisen durfte. Und das waren schon sehr viele Länder und der Iran steht da ganz klar an der Spitze. Das war wirklich überwältigend, wie herzlich wir hier willkommen wurden. Und ja, in den 5 Wochen haben wir das Land dann wirklich einmal durchgekämmt von Nord bis Süd. Sehr, sehr schön. Also Iran gastfreundlich, das ist auch was, was ich ganz, ganz oft höre von irgendwelchen Motorradreisenden, Motorradfahrern, die alle halt davon vorschwärmen, wie herzlich, wie lieb, wie gastfreundlich die Leute gerade dort sind. Also das ist wirklich was, was ich ganz, ganz oft höre. Ja, sehr schön. Wir gucken mal weiter direkt zum nächsten Bild. Ich versuche so ein bisschen auf die Tube zwischendrin mal zu drücken, auch wenn wir uns mal gerne ein bisschen verquatschen, weil wir haben wahnsinnig viele Bilder heute dabei und dass wir die alle auf jeden Fall mitkriegen. Machen wir hier mal das nächste Bild an. Von der Wüste geht es jetzt wohin? Diesmal nach Tadschikistan, also nördlich vom Iran. Und hier sind wir im Pamirgebirge unterwegs. Und zwar auf dem Pamir Highway. Das ist die zweithöchst gelegene Fernstraße, die es gibt auf unserem Planeten. Und Fernstraße klingt erstmal nach was solide Ausgebauten. Das ist aber, oder Pamir Highway, das klingt von einer Autobahn. Ist aber größtenteils wirklich totale Schotterpiste, Offroad. Der größte Teil dieses Streckenabschnitts ist auf über 4000 Höhenmeter verlaufen. Für die Kamera ganz schön viele Herausforderungen. Einmal, weil wir immer Offroad unterwegs waren. Das heißt Vibrationen und härtere Schläge auf dem Fahrrad ohne Ende. Und zum anderen auch klimatisch. Also wir hatten hier von Starkregen, Hagel bis zu eiskalten Nächten wirklich alles dabei. Von der Seite eine Herausforderung für die Kamera, aber auch für uns. Das Bild, was man gerade sieht, ist auf dem Akbar Tal Pass entstanden, der höchste Pass auf dem Pamir Highway, so rum, mit 4.655 Höhenmeter. Da ging es also richtig weit hoch. Aber man wird entschädigt, finde ich, wie man ganz gut sieht auf dem Bild, Absolut, ja. mit den atemberaubenden Landschaften. Sehr, sehr schön. Ja, ich gucke mal kurz hier auf meinem Zettel, was als nächstes kommt. Ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Bild. Ich muss jetzt immer so ein bisschen gucken, weil ich ein bisschen weit vom Monitor weg sitze. Erzähl mal, da seid ihr auf dem Fahrrad zu sehen. Auch da, wie oft seid ihr hin und her gefahren, um das Bild so im Kasten zu haben, mit Selbstauslöser und Timer, bis es schlussendlich hier so zu sehen war? Ja, ich glaube, das waren schon bestimmt 4, 5 Goes, bis wir dann endlich mal zwischen diesen ganzen Unschärfen natürlich im Vordergrund haben wollten, irgendwo zu sehen waren. Das Bild ist in Armenien entstanden. Im Hintergrund sieht man noch den Mount Ararat, den höchsten Berg der Türkei, den Vulkan. Eine ganz, ganz wunderschöne, ganz spannende Gegend. Und ja, die Herausforderung war natürlich immer wieder einen interessanten Bildaufbau zu gestalten, besonders bei solchen Selbstauslöserbildern. Wo man natürlich davor einrichten musste und dann noch abschätzen, okay, passen da nachher beide Fahrräder nebeneinander an diese Stelle, wo ich die haben möchte. Genau, also das ist eine ganz, ganz neue Herausforderung gewesen, nicht nur hinter der Kamera zu stehen, sondern dann parallel auch immer wieder mal selber mit vor der Kamera sein zu müssen. Aber ja, ich glaube, es ist immer wieder auch geglückt. Definitiv. Also ich finde, das ist was, was
ich zumindest viel zu selten mache, versuche mich da irgendwo mit reinzubauen. Aber ich glaube, gerade wenn du auf so Reisen bist und hast halt irgendwo im Kopf, dass du da einen Vortrag draus machen möchtest, was wahrscheinlich ja irgendwie kurz oder lang sich schon anbietet bei dieser Vielzahl an unterschiedlichen Motiven, ist das ja noch echt eine neue Herausforderung. Also ich kenne auch einige Motorradreisende, die haben dann einen Selfie-Stick in der Hand beim Motorradfahren und weiß der Geier was alles, fahren mit dem Motorrad ständig hin und her. Also ich stelle mir schon sehr herausfordernd vor, auf der einen Seite das Motiv irgendwo im Auge zu haben, im Vorbeifahren dran zu denken, oh Moment, da könnte man ja noch ein Selfie machen und dann noch die passende Position zu finden und dann nicht genervt zu sein, wenn ich jetzt 10 Mal hin und her fahren muss. Also ich, Chapeau, also das ist wirklich toll. Ja, das waren viele, viele neue Herausforderungen. Es war auch für mich als Fotograf oft schwierig, in Kombination mit dieser Fahrradreise, weil wir einfach nicht auf einer reinen Fotoreise unterwegs waren, sondern der Hauptinhalt des Tages war ja wirklich von A nach B zu kommen, abends wieder einen neuen Schlafplatz zu finden. Und wenn man jetzt an spannenden Fotolocations vorbeigekommen ist, konnte man oft nicht dort noch auf das perfekte Licht warten. Und das war sehr oft sehr schade, dass ich wirklich so viele Motive gesehen habe und dachte, boah, das wäre ein super tolles Bild, aber halt erst zum Sonnenuntergang oder erst morgen zum Sonnenaufgang oder vielleicht nachmittags drin. Und deswegen haben die Lichtstimmungen oft leider nicht gepasst. Ich musste an schönen Motiven vorbeifahren, um weiterzukommen. Also es war keine reine Fotoreise, sondern so eine Kombination aus allem, noch das Beste draus versuchen zu machen im Vorbeifahren. Aber das ist ja auch schlussendlich, ich glaube, das, was es reizvoll und spannend macht. Wir waren ja letztens auf dem Schiff unterwegs und das war auch so, wo ich für mich dachte, so, oh, blöd, jetzt bist du immer an den Locations, dann, ne, wenn eigentlich das spannende Licht gar nicht mal mehr ist. Du fährst morgens irgendwie hin, fährst abends wieder weg. Aber ich finde halt die Herausforderung, dann trotzdem in der Zeit, in der man dann dort ist, halt die passenden Bilder zu machen, auf den Bildaufbau zu achten, das ist ja eigentlich irgendwo das Reizvolle, was es auch spannend macht, um eben dann auch Bilder zu haben, die nicht jeder andere Tourist vielleicht auch noch mitmacht, der nebendran steht. Und das finde ich halt immer sehr, sehr reizvoll. Und das ist hier wahrscheinlich noch mal 10-mal herausfordernder. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von den Bildern und ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ja, Sollen wir mal das nächste Bild anschauen direkt? gerne. Das ist jetzt mal ein Hochformatbild, das blenden wir mal als Vollbild ein. Also auch da, wie gesagt, blendet, schreibt uns gerne Fragen hin. Ich gucke immer zwischendrin mal da drauf. Bisher habe ich nur einmal gesehen, Albanien ist toll und einmal hier vom Ralf Hut ab für eine solche Tour, war bestimmt ein Abenteuer der besonderen Art. Also ich versuche zwischendrin immer mal die Fragen, die dann da kommen, auch nochmal an dich weiterzugeben oder das Feedback. Was sehen wir denn hier so alles? Du liegst im Zelt. Genau, das ist nochmal ein Bild, das hier im Pamir Highway entstanden ist, weil der Sternenhimmel in diesen Höhen natürlich nochmal viel eindrucksvoller wirkt, als ich das hier so aus der Bodenseeregion kenne. Und ich bin nachts nochmal aus meinem Zelt rausgegangen und habe dann den Himmel gesehen und habe gemerkt, so, wow, das ist so gigantisch, wie intensiv die Milchstraße hier gerade durchscheint und dann auch noch perfekt hinter meinem Zelt gerade, dass ich nochmal das Stativ ausgepackt habe und das Motiv hier fotografiert habe. Ich sitze hier nicht in meinem Zelt drin, das hat mit dem Schatten dann nicht ganz so schön funktioniert, sondern es ist tatsächlich ja auch wieder ein Selfie. Aber ich habe mich vor das Zelt gesetzt, dass die Silhouette einfach ein bisschen besser rauskommt und saß da dann aber auch nach dem Foto, also es ist jetzt kein reingestelltes Bild, sondern saß auch im Nachhinein noch sehr lange draußen und habe diesen Sternenhimmel genossen. Kann ich absolut verstehen. Also ich glaube, gerade an solchen Orten zu übernachten, ist wahrscheinlich wirklich traumhaft, Sterne anzugucken, die Stille zu genießen, die Ruhe und die Weite zu genießen. Also das ist, glaube ich, mit Abstand wahrscheinlich das Schönste, was man auf so Reisen erleben kann. Hier kommt von Peter, kommt eine Frage: Wie dünn war die Luft mit dem Fahrrad auf über 4000 Meter Höhe? Schon sehr merklich dünn. Ich musste tatsächlich auf den höchsten Pass, also die 4655, der Erbpartalpass, da habe ich hochgeschoben am Ende, weil die Straße sehr steil und eben sehr schottrig war. Und trotz Schieben war das echt so 10 Meter Schieben und dann eine halbe Minute durchatmen, um wieder genug Luft zu kriegen. Mich hat das mehr erwischt, sozusagen die Höhe, als jetzt meinen Radreisekollegen, den Manu. Der ist damit ein bisschen besser klargekommen. Wir hatten aber schon auch viel Zeit, uns zu akklimatisieren, von dem her ging das dann am Ende schon. Was man zu dem Bild aber eigentlich auch noch sagen kann, was da finde ich sehr gut passt, war die Erkenntnis hier oben im Pamirgebirge. Das war irgendwie so eine Erkenntnis, die wir jetzt fürs ganze Leben irgendwie mitgenommen haben. Und die war nämlich, dass alles, was man besitzt, auch tragen muss. Das heißt nämlich, meine ganze Ausrüstung am Fahrrad habe ich immer weiter aussortiert. Ich bin ja am Anfang, wie erwähnt, mit 85 Kilo Startgewicht losgefahren, hatte aber wahnsinnig viel aus heutiger Sicht unnötige Sachen dabei. Und mit jedem Teil, das ich dann aussortiert habe, ist mein Fahrrad leichter geworden. Und mit jedem Teil bin ich flexibler und wieder mobiler geworden.
Und das passt auch ganz schön zum Olympus Kamera Equipment. Ich nutze das nach wie vor sehr gerne, einfach weil die Kameras kleiner und kompakter sind, auch die Objektive natürlich einen Bruchteil wiegen von den großen DSLR-Kameras und man damit einfach sehr viel flexibler und leichter unterwegs ist. Und das war eben so die Erkenntnis, dass es jetzt nicht so, nicht nur beim Fahrradfahren oder beim Wandern ist, sondern dass das im Endeffekt auch fürs ganze Leben gilt. Je mehr man besitzt, desto mehr muss man sich auch um Sachen kümmern. Und deswegen habe ich mein Leben auch heute nach wie vor sehr reduziert auf möglichst wenig Besitz, um einfach frei zu sein, um die ganzen Freiheiten auch genießen zu können und mich mehr um das Wesentliche kümmern kann und mich nicht so viel um Gegenstände oder materielle Sachen kümmern muss. Du hast ja auch bei deiner Reise, ich denke, da kommen wir ja auch näher nochmal ausführlicher dazu, aber ich glaube, da geht es ja schon so ein bisschen in die Richtung. Gab es zu diesem Zeitpunkt schon den Webseitennamen Social Traveling oder ist es über die Zeit erst entstanden? Weil ich glaube, das geht ja alles, führt ja alles so irgendwo in diese Richtung, was ja schlussendlich auch heute ganz, ganz viel macht, wo wir näher nochmal ein bisschen näher drauf kommen. Genau, Social Traveling hieß es damals noch nicht. Aber ich hatte mir schon vor meiner Radreise überlegt, dass ich das Privileg, so eine Reise überhaupt machen zu können, durch die Welt reisen zu können, das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, die Möglichkeiten zu haben. Dieses Privileg wollte ich nutzen, um ein bisschen was zurückzugeben an Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben, denen es vielleicht nicht so gut geht wie mir. Und habe deshalb das Konzept Social Cycling damals entwickelt. Und das kann ich vielleicht zum nächsten Bild, das kannst du gerne schon mal weiterklicken, so ein kleines bisschen erklären. Die Idee ist grundsätzlich 2011 schon so ein bisschen gewachsen, kann man sagen. Ich war 2011 als Fotograf in Kenia unterwegs, habe da an einem großen Projekt mitgearbeitet und habe in der Zeit nicht nur die vielen schönen modernen Städte, die tolle Natur- und Tierwelt und die vielen netten Menschen bestaunen und kennenlernen dürfen, sondern habe da auch gemerkt, dass es in Kenia einfach an vielen Sachen, die für uns selbstverständlich sind, fehlt. Die Basics, einfach Lebensmittel teilweise, Trinkwasser, Klamotten oder dann solche Sachen wie eine solide Bildung, die halt sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe dann während meiner Zeit in Kenia ein Projekt kennengelernt in der Nähe von Mombasa, das Barnabas Children's Center, und habe da einige Zeit verbracht, habe da auch sehr viel fotografiert. Und habe mich dann mit dem Projektleiter Harrison und dem damals einzigen Mitarbeiter Silas sehr gut angefreundet. Damals gingen dort 30 Kinder zur Schule. Und ich habe dann gemerkt, dass Harrison und Silas da so viel Energie, so viel Herzblut und Liebe reinstecken in das Projekt, dass ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt unterstützen, ich möchte das unbedingt fördern mit meinen Möglichkeiten. Und habe dann angefangen, Vorträge zu halten über Kenia. Ich habe auf Veranstaltungen Straßenmusik gemacht. Und alles Mögliche in die Wege geleitet, um Spenden zu sammeln, und konnte dann zusammen mit Harrison eben 2011 das erste Waisenhaus am Projekt finanzieren und bauen lassen. Und so ist das Projekt über die Jahre immer weiter gewachsen. Und von 2011, als ich das Projekt kennengelernt habe, waren das 30 Schüler, die dort zur Schule gingen. 2015, als ich auf die Radreise aufgebrochen bin, gingen dort schon rund 500 Schüler zur Schule. Und von dem Erfolg geleitet ist im Prinzip so ein bisschen diese Social Cycling-Idee entstanden, weil ich gemerkt habe, ich kann als einzelner Mensch doch wahnsinnig viel verändern auf dieser Welt und kann mein Privileg nutzen, einfach ein bisschen was zu verbessern. Und das wollte ich tun. Und so habe ich das Konzept Social Cycling entwickelt und unter anderem das Barnabas Children's Center in Kenia unterstützt auch ein paar andere Projekte. Und das aber so auf verschiedene Wege. Wenn du da nochmal ein Bild weiterklickst, gerade kann man vielleicht ein Beispiel noch bringen, was es mit diesem Social Cycling so auf sich hat. Sind wir schon eins weiter? Ich sehe Genau, es ja leider also ich sehe dich nicht. an der Gitarre. Ja, nein, das bin tatsächlich nicht ich. Okay. Sondern das ist der Ilirian, Okay. Ilirian Pema. Den haben wir in Albanien, eben in diesem schönen Reiseland, auch kennengelernt. Ja. Irian hat auch als Straßenmusiker sich über Wasser gehalten, hat selber auch, war diesem, je mehr ich besitze, desto mehr muss ich auch tragen, Motto auch ganz treu. Hatte nämlich tatsächlich nur seine Gitarre und ein Zelt, hat darin gelebt und hatte halt ein sehr bescheidenes Einkommen mit seiner Straßenmusik. Konnte auch noch nie ein eigenes Musikalbum aufnehmen, was natürlich sehr schade war. Und als ich abends mit ihm am Lagerfeuer saß und seiner Musik gelauscht habe, habe ich sofort gemerkt, wow, das könnte das erste Projekt von Social Cycling werden. Ich habe mit ihm zusammen ein Musikalbum aufgenommen, eben mit dem Olympus LS14 Audio Recorder. Das haben wir am Lagerfeuer aufgenommen, einfach um diese schöne Atmosphäre einzufangen, die wir hier auch an dem Abend gemeinsam verbracht haben. 3 Tage lang haben wir dann recorded. Ich habe ihm das CD-Cover, das man oben sieht, noch erstellt, habe ihm die ganzen Daten zur Vervielfältigung gegeben, dass er die CDs verkaufen kann, wenn er in der Straße Musik macht, sein Einkommen aufbessern kann.
Und im Gegenzug haben wir, also Manu und ich, von Illyrian auch die Rechte bekommen, die Musik zu verkaufen. Das Geld, das wir damit einnehmen, stecken wir aber eins zu eins in die Hilfsprojekte, die wir unterstützen. Und auf dem Weg hat dann nach wenigen Wochen auf Radreise der arme Straßenmusiker aus Albanien, der selber eigentlich kaum was besitzt, Musikinstrumente für unsere Schule in Kenia finanzieren können, über den Verkauf von diesem Album. Und das war für mich dann nochmal so ein ganz, ganz schönes Zeichen, dass wirklich jeder irgendwie was tun kann, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und genau, das war so ein kleines Beispiel aus Social Cycling. Und jetzt können wir nochmal ein Bild weitergehen. Danach Gerne. beende ich meinen Monolog hier auch wieder. Alles gut, das passt doch alles. Sind wir zu sehen, als würden wir unseren Vortrag halten, den Social Cycling Vortrag, der dann eben aus diesem ganzen, aus dieser Reise entstanden ist. Und auch diese Vorträge nutzen wir einfach heute, um immer noch Spenden zu sammeln für das Barnabas Children's Center in Kenia und konnten über diesen Vortrag Social Cycling schon ganz viele Projekte in Kenia umsetzen, konnten neue Klassenräume bauen. Das Projekt ist noch größer geworden. Inzwischen gehen dort rund 600 Kinder zur Schule. Es gibt ein großes Waisenhaus. Wir haben Sanitäranlagen finanzieren können, eine Bewässerungsanlage für unsere Gemüseplantage, damit man dort mehr zum Selbstversorger wird. Und so geht Social Cycling im Prinzip auch über diese Reise noch hinaus und begleitet mich auch heute noch so in meinem Alltag. Sehr, sehr schön. Also wirklich Chapeau, Hut ab. Ganz, ganz tolle Sachen. Finde ich wirklich großartig. Zwischendrin war noch eine Frage, die würde ich gerne noch mal einmal so dazu stellen. Hat jetzt nichts mit Social Cycling zu tun, aber eher, wie du deine Akkus lädst, wenn du unterwegs bist. Wahrscheinlich mit Solarenergie oder wie wirst du es laden? Erzähl da noch ein bisschen dazu. Genau, am Fahrrad hatte ich zwei Möglichkeiten. Zum einen eben so ein kleines faltbares Solarpanel. Das haben wir primär an Pausentagen genutzt, wo wir nicht geradelt sind. Und am Fahrrad selber gibt es vorne einen Nabendynamo, der Spannung erzeugt und wo man dann einen USB-Stecker am Lenker oben hat vom Fahrrad. Und dann konnte ich die Kameraakkus direkt via USB laden und habe mir dort quasi einen Adapter gekauft, der dann die Akkus am Fahrrad auch laden kann. Ja, sehr schön, perfekt. Also auch das sind, glaube ich, Tipps, die jeder ganz gerne mitnimmt, wie man das unterwegs macht, weil ich glaube, wenige machen sich da erstmal Gedanken dazu. Aber solche Sachen aus der ersten Hand zu hören, das ist wirklich großartig. Ich komme mal direkt zum nächsten Bild. Das ist jetzt, glaube ich, schon der nächste Abschnitt, mittlerweile von euch, glaube ich, ne? Ja, am Genau. Bus jetzt hier. Auf dem Bild ist erstmal die Lisa zu sehen, oben am VW-Bus, meine Freundin und unten unser Hund Oskar. Und genau, also im Prinzip kann man hier nur ganz knapp eben, ich versuche mich auch kurz zu halten, es sind ja noch eine ganze Menge Bilder vor uns. Ich bin von der Radreise zurückgekommen und war dann ein Jahr lang in Deutschland, habe hier auch wieder ganz normal das Berufsleben aufgenommen. Habe als Fotograf gearbeitet, nebenher noch ganz viele andere Projekte abgewickelt. Und nach einem knappen halben Jahr oder sowas ging das los, dass ich gemerkt habe, wow, unterwegs war ich irgendwie glücklicher und das hat mich mehr erfüllt, dieses Unterwegssein, als jetzt wieder das Standard-Berufsleben in Deutschland. Und auch Lisa hat es irgendwie so ein bisschen rausgezogen in die Welt. Und dann sind wir kurzerhand, nachdem ich ein Jahr in Deutschland war, in unseren VW-Bus gezogen. Und das war dann auch so als Reise erstmal geplant, vielleicht Monate, vielleicht ein Jahr so als Auszeit nochmal gemeinsam. Nach 8 Monaten, einem Jahr, haben wir dann gemerkt, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund mehr zurückzuziehen, weil uns das Unterwegssein so gut gefällt. Und so leben wir nun seit 3 Jahren eben in dem VW-Bus, den man hier sieht. Sehr schön, perfekt. Wie viel Quadratmeter Platz habt ihr da im VW-Bus? Schon mal zusammengezählt? Also die Gesamtgrundfläche von dem Fahrzeug sind 8 Quadratmeter, aber die Fläche vor dem Bett, also vor Bett und um die Küche rum, das sind vielleicht 2 Quadratmeter, auf denen man laufen kann. Ja. Es ist schon sehr beschränkter Raum, aber es ist auf jeden Fall mehr Platz als auf dem Fahrrad. Also das ist auch immer ganz spannend, weil viele mich fragen, wow, wie hältst du das dann aus, in einem Auto zu wohnen? Für mich war es ja tatsächlich mehr oder weniger ein Umstieg von dem wirklich sehr beschränkten Fahrradraum, den ich hatte, dann in das Fahrzeug. Das war ja schon ein richtiges Ja, Upgrade für mich. definitiv, ja. Zu dieser Zeit habt ihr, glaube ich, auch schon Bilder für Olympus gemacht, oder? Genau, wir sind eben beide als selbstständige Fotografen tätig, arbeiten in den verschiedensten Bereichen, machen eben viel diese Vortragssachen, Reportagefotografie, dann aber auch ganz viel Produkt- und Werbefotografie. So haben wir zum Beispiel für Olympus die Bilder, die Werbebilder quasi von der EM10 Mark IV fotografiert. Da haben wir das
quasi die weltweite Werbekampagne dann in Deutschland umgesetzt und arbeiten so eben in den verschiedensten Bereichen zusammen. Wenn du sagst, ihr arbeitet als Fotograf, seid ihr ausgebildete, gelernte Fotografen oder auch Quereinsteiger? Wie ist das bei euch? Ich habe eine Ausbildung gemacht nach meiner Schulzeit. 2010 war ich da fertig und habe mich danach direkt selbstständig gemacht. Also ich bin quasi gelernter Fotograf. Dieser ist dann nach und nach quereinsteigend mit dazugekommen und heute aber auch eben vollwertige Fotografin in unserem Team. Schön, perfekt. Passt vielleicht nicht ganz zum Thema jetzt, Reisefotografie, aber weil es mich kurz interessiert, was sind dann so, wenn ihr jetzt hier vor Ort seid, wenn du sagst, ihr arbeitet als Werbe, als Reportagefotograf, was sind dann so Jobs, die ihr dann so macht? Oder soll man lieber bei den anderen Bildern erst bleiben? Ja, kann man schon grob noch zusammenfassen. Also das sind eben verschiedene Bereiche. Zum einen eben sowas wie jetzt für Olympus, dass wir solche Projekte umsetzen. Dann machen wir noch viel Produktfotografie in anderen Bereichen. Das haben wir kombiniert mit dem Unterwegssein, dass wir dann eben dort fotografieren, wo wir sind. Dann fotografieren wir eben Reportagen. In Kürze wird noch im Geo-Magazin eine kleinere Story erscheinen. Und so sind wir in verschiedenen Magazinen, tauchen wir immer wieder auf. Und ein Hauptthema ist aber nach wie vor auch diese Vortragsfotografie, damit wir dann eben immer über unsere Reisen berichten können. Sehr schön, perfekt. Ich würde sagen, wir kommen mal dann von dem Bulli zum nächsten Bild. Auch das ist wieder eher so ein bisschen technisches Bild. Ich sehe schon, mehr Platz im Bulli heißt auch mehr Möglichkeiten, Kameras mitzunehmen. Jetzt konnte ich endlich drüber raus über meine Lieblings- oder meine drei damaligen Lieblingsobjektive, also die praktischen drei, wenn man nur drei mitnehmen kann. Heute habe ich natürlich ein bisschen mehr Platz im Bus. Das habe ich gleich genutzt, um mein Equipment natürlich ein bisschen zu erweitern. Einfach weil wir jetzt natürlich viel mehr Produkt- und Werbefotografie auch machen und die Möglichkeiten haben, mehr dabei zu haben. Auch unterwegs für Tier- und Landschaftsfotografie ist es dann natürlich schon schön, wenn man noch mal ein bisschen mehr Auswahl hat. Ja. Das können wir ja vielleicht auch ganz grob noch zusammenfassen. Also mit dabei ist eben immer noch die EM5 Mark III. Mit den drei Radreiseobjektiven, das 12 bis 40, das 7 bis 14 und das 40 bis 150, mit dem Telekonverter 1,4 und jetzt auch noch der Zweier-Telekonverter. Und dann sind noch dazugekommen die zwei Festbrennweiten, das 25 mm 1,2 und das 45 mm 1,2, welche inzwischen eigentlich meine absoluten meine Lieblingsarbeitsobjektive sozusagen geworden sind. Ich nutze sie weniger in der Natur- und Landschaftsfotografie, aber gerade in der Produkt- und Werbefotografie setze ich die sehr viel ein. Bin ein ganz großer Fan geworden von diesem super weichen Bildlook, den man damit erzeugen kann. Und als weitere Wildlife-Waffe könnte man sagen, noch das 300 mm Blende 4, das jetzt auch immer mit dem Rucksack ist, weil man doch Ja. unterwegs immer wieder an spannende Orte kommt, wo sich das absolut lohnt. Und für dich jetzt so das Upgrade zur EM1X gegenüber der 5er. Wie ist das? Weil die ist ja doch schon, ich muss sagen, doppelt so groß wie die 5er. Für mich ist die EM1X immer noch ein bisschen zu groß. Also ich greife dann immer zur EM1 Mark III, weil ich halt einfach gern noch ein bisschen kompakter unterwegs bin. Aber es ist schon ein sehr, sehr schönes Gerät. Gerade in Verbindung mit dem 300er nutzt du dann auch viel den Bird-Eye-Autofokus und diese Geschichten oder. An den Bird-Eye-Fokus habe ich mich jetzt in Norwegen das erste Mal rangetastet, wo ich jetzt zuletzt unterwegs war. Das ist ein ziemlich tolles Feature. Das macht sogar für mich die Vogelfotografie auf einmal möglich, wo ich sonst eigentlich nicht viel mit am Hut habe und den größten Respekt vor Vogelfotografen habe. Absolut, Das ja. ist so schwierig, aber damit sind jetzt selbst mir mal ein paar gute Aufnahmen gelungen. Und sonst ja, der Unterschied ist riesig natürlich. Das eine ist sehr kompakt, perfekt, um unterwegs zu sein. Die EM1X nutze ich in erster Linie wirklich zum Fotografieren, wenn es um Werbe- und Produktfotografie geht. Das ist einfach nochmal ein bisschen komfortabler von der ganzen Haptik. Auch der Hochauslösegriff ist natürlich ein wahnsinnig tolles Feature und ich finde sie genial zum Arbeiten. Sie ist einfach so intuitiv zu steuern. Jetzt habe ich aber Sprachschwierigkeiten hier. Aber ja, das macht richtig Spaß mit dir. Absolut. Also auch wenn ich immer am Meckern bin, dass sie viel zu groß ist, aber ich finde, das ist eine Kamera, die so wahnsinnig gut in der Hand liegt und wo ich ja total begeistert bin, dass die Knöpfe unterschiedlich gummiert sind, dass man dort merkt, an welchem Knopf man ist. Also ich finde es wirklich eine wahnsinnig schöne Kamera und eine wahnsinnig tolle Kamera. Hier kommen gerade noch zwei
weitere Anmerkungen, Fragen. Ich lese sie mal einfach mit vor. Also zu einen könnte ich jetzt mal immer nichts wirklich dazu beitragen. Warum sind die Konverter so unglaublich teuer im Verhältnis zu einem normalen Objektiv? Fragt der Peter. Nun, jetzt bin ich kein Fotoingenieur und kein Produktmanager. Ich würde es jetzt wahrscheinlich mal auf die optische Qualität legen und das ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen, da ist ein bisschen Glas drin, da ist ein bisschen Metall drin, was irgendwie entwickelt und gebaut werden muss. Allerdings bin ich jetzt da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner für. Hast du da eine Idee, warum diese unglaublich teuer sind im Verhältnis? Ich nehme mal an, dass die halt auch wahnsinnig präzise gebaut sein müssen, Genau. einfach um das ja gestochen scharfe Bild, das hinten am Teleobjektiv ankommt, dann nochmal weiter zu verstärken und auf den kleinen Sensor zu bringen. Das muss wahnsinnig präzise gebaut sein. Ich denke, dass es da schon eine ganze Menge Konstruktionsarbeit benötigt, bis das Teil dann wirklich so gut ist. Mit Sicherheit. Vor allem reden wir dann auch irgendwann an dem 300 mm mit dem Zweifachkonverter. Wir reden ja dann von halt wirklich enormen Brennweiten und das muss halt schon alles echt gut gebaut sein. Der Stefan hat keine Frage, aber eine Anmerkung. Guten Abend aus Flensburg. Die M1X ist so unglaublich handlich. In der Hand fühlt sich viel, viel kleiner an. Also genau das finde ich auch. Sie liegt wahnsinnig gut in der Hand. Das ist wirklich ein tolles Gerät, auch wenn sie in der Tasche erstmal groß ist. Und ich finde sogar immer, man sieht die Kamera und so war zumindest mein erster Eindruck. Ich habe die Kamera in die Hand genommen mit der Erwartungshaltung, ich hebe jetzt so einen richtig schweren Klotz hoch und sie ist eigentlich wahnsinnig leicht. Also für die Größe ist sie wirklich sehr, sehr leicht, sie liegt gut in der Hand, also von daher alles richtig gemacht mit der Kamera, glaube ich. Ja, das finde ich absolut auch so. Wenn ich eine kleine Kamera möchte, dann kann ich ja eine kleinere auswählen und ich finde, die liegt eben auch durch ihre Größe perfekt in der Hand. Also das ist ergonomisch die mit Abstand angenehmste Kamera, die ich bisher in der Hand hatte. Definitiv. Ich würde sagen, vom Equipment geht es direkt mal weiter. Ihr fahrt mit dem Bulli in den Sonnenuntergang rein. Erzähl da auch mal noch ein bisschen dazu. Ja, genau. Das war eines der ersten Bilder quasi jetzt der Zeit, wo wir mit dem VW-Bus gestartet sind. Nicht wundern, dass der VW-Bus manchmal ein Hochdach hat und manchmal nicht. Wir waren die ersten anderthalb Jahre ohne Hochdach unterwegs und dann haben wir so ein bisschen die Genickstarre gekriegt, weil wir ja da drin Vollzeit gelebt haben. Dann haben wir uns ein Hochdach oben drauf gebaut und seitdem ein bisschen mehr Raum da drin. Das heißt, da nicht wundern. Und genau, das Bild hier ist in Norwegen, in Hollevik, wie man ja lesen kann, entstanden. Einer unserer absoluten Lieblingsorte, inzwischen auch sehr bekannter Ort in Norwegen. Und das war für uns so der Beginn einfach von dieser VW-Bus-Zeit und Skandinavien haben wir da erkundet. Zum Beginn dieser VW-Bus-Reise. Und ja, das war so ein perfekter Start eigentlich, um unterwegs zu sein, um auch eben mit dieser neuen Möglichkeit des VW-Buses unterwegs zu sein. Und genau, dort ist das Bild entstanden. Sehr, sehr schön. In den letzten Folgen wurde immer ganz, ganz oft nach EXIF-Daten gefragt. Wir hatten es heute Mittag auch schon mal ganz kurz davon gehabt. Du hast zwar immer schön brav in deinem Zettel, den du mir auch hier zum Glück gegeben hast, die EXIF-Daten neben dran geschrieben. Ich persönlich finde ja, die EXIF-Daten sind gar nicht so ausschlaggebend für die Bilder, weil viele fragen immer, mit welchen Daten hast du das aufgenommen, warum ist das mit der Zeit und nicht mit der Zeit aufgenommen worden. Wie siehst du das im Nachhinein, wenn du deine Fotos anguckst? Also ich finde an sich, die EXIF-Daten interessieren eigentlich gar nicht so viel, was mich dann eher viel mehr interessiert. Warum hast du welche Brennweite oder welches Objektiv verwendet oder vielleicht bei einer Sternenaufnahme, mit welcher Zeit hast du das aufgenommen? Aber der Rest, bei mir ist es oft auch zufällig, wie gerade irgendwo die Kamera steht. Also ich renne fast immer sehr offenblendig mit meiner Kamera rum, weil ich ja eh einen relativ kleinen Sensor habe und lasse dann einfach aus Bequemlichkeit im Modus A die Kamera den Rest machen. Und wenn ich ganz faul bin, mache ich noch die ISO-Automatik an, weil es einfach gut funktioniert. Von daher gucke ich gar nicht so oft auf die EXIF-Daten. Wie siehst du das Ganze? Ich bin da eigentlich ganz bei dir. Das ist ja so situationsabhängig, wie ich die Kamera einstelle. Und wenn ich jetzt hier sag, hey, bei dem Bild war das die und die ISO, die und die Belichtungszeit, die und die Blende, dann wird das ja in kaum einer anderen Situation jetzt die High-End-Lösung sein. Das muss man jedes Mal individuell abstimmen. Es ist natürlich interessant, wie du gesagt hast, bei vielleicht Nachtaufnahmen, okay, mit wie langer Belichtungszeit gehe ich an so einen Sternenhimmel ran, bevor die Sterne verwischen oder vielleicht auch bei Nordlichtern, die wir später noch sehen werden, da ist das ja ein bisschen schwieriger auch, sich da vielleicht ranzutasten, wenn man das noch nicht so genau weiß und kennt. Aber ja, bei solchen Aufnahmen ist das, bin ich da ähnlich unterwegs wie du. Ich fotografiere auch meistens im A-Modus, stelle meine Blende ein. Das ist ja das gestalterisch wahrscheinlich wichtigste Element. Genau. Wie unscharf möchte ich meinen Vordergrund, Hintergrund haben?
Den Rest übernimmt dann die Kamera, ja. Das macht ISO ihr ist schon ganz was gut, bei mir, stelle ich mal am liebsten selber noch ein. Da habe ich einfach immer Angst, dass die Kamera da was macht, was ich nicht möchte. Aber da habe ich auch einfach keine Erfahrung mit der ISO-Automatik. Da habe ich mich noch nicht dran getraut, Ja, dass der Technik also bei mir ist überlastet. es so wirklich, dass es Bequemheit geworden ist. Also auch da, wenn das Licht irgendwo ähnlich ist, dann lasse ich die ISO fest eingestellt. Und ansonsten, wenn es irgendwie dämmert, dann habe ich die ISO auf 3200 irgendwo meistens begrenzt und lasse ich die Kamera machen und fahre eigentlich bisher immer ganz gut damit. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu den Daten, warum, wieso, weshalb, also auch das gerne irgendwo mit in die Anmerkung reinschreiben. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Ich würde aber einfach schon mal das nächste Bild weitermachen. Auch hier wieder Bulli ohne Hochdach in der Wüste. Erzählt aber noch ein bisschen dazu. Genau, nachdem wir gestartet sind auf die Reise, waren wir erstmal eben in Skandinavien unterwegs. Nun sind wir beide, also Lisa und ich, aber wirklich so totale Weicheier, wenn es irgendwie um Kälte geht, um Winter geht, sodass wir im Normalfall immer möglichst in den Süden geflüchtet sind, seit wir jetzt im Bus wohnen, und haben dann den ersten Winter in Marokko verbracht, was eine sehr spannende Zeit war. Das ist wirklich auch ein Land, das ich wahnsinnig gerne als Reiseland empfehle. Es ist ein ganz, ganz spannender Mix aus Orient. Man kann so ein bisschen Afrika-Luft schon mal schnuppern. Trotzdem auch noch ein sehr europäischer Einschlag, einfach durch die Geschichte von Marokko. Gab es ja die verschiedensten Kolonialzeiten, die das Land so durchgemacht hat. Es ist ein sehr, sehr einfaches Reiseland. Es gibt Campingplätze, es gibt auch, es ist wirklich eine Infrastruktur für Touristen da. Und trotzdem findet man auch abseits der Touristenpfade noch wahnsinnig viel, das man entdecken und erkunden kann, und fotografisch natürlich ganz spannend, weil man wirklich von Wäldern über eine spannende Küste bis zu dieser grandiosen Wüste im Hinterland absolut alles findet. Wie lange wart ihr insgesamt in Marokko unterwegs? 3 Monate haben wir dort 3 Monate, verbracht und das sehr war der schön. Winter 2018. Ja, Genau. sehr, sehr schön. Der Lothar schreibt, bei Bildern mit Freistellung interessiert mich oft die Blende. Also so wirkt diese Blende mit dieser Brennweite. Also das ist, glaube ich, genau das, was wir eben dann auch gemeint haben. Spannend ist halt wirklich, wenn irgendwie eine Freistellung da ist, wenn Bewegung eingefroren werden soll oder gezeigt werden soll, dann sind die Daten, glaube ich, echt wichtig. Also ich glaube, Lothar sieht das da auch relativ ähnlich wie wir auch. Ich komme mal zum nächsten Bild. Auch das hier wieder Nachtaufnahme. Erzähl da mal noch ein bisschen mit dazu. Genau, das war dann der nächste Winter. Hier sind wir nach Tunesien geflüchtet, quasi vor der kalten Jahreszeit. Wollten hier dann 3 Monate etwa wieder verbringen, waren zuvor auf Sizilien in Italien und haben Tunesien auch erstmal als wahnsinnig spannendes Reiseland kennengelernt. Auf dem Bild sieht man ja unseren Bus, dann eben mit Hochdach. Das war jetzt ja der letzte Winter, nicht der jetzige, sondern das Jahr davor, da hatten wir das Hochdach dann schon. Und sind hier in Tunesien angekommen, hatten wahnsinnig tollen Eindruck von dem Land, haben ganz, ganz liebe Menschen kennengelernt. Und der Toyota Jeep, der hier nebendran noch steht, war von anderen Reisenden, die wir auch kennengelernt haben, haben hier wunderschöne Tage und Nächte zusammen verbracht, auch unter eben diesem schönen Sternenhimmel. Fotografisch kann man hier vielleicht noch sagen, das war auch wieder so ein Selbstauslöserbild, dass dann ja auch alle Leute am Feuer sitzen. Auch kein gestelltes Bild, wir saßen natürlich wirklich am Feuer und ich konnte es dann nicht lassen und musste ganz ungemütlich in der Runde anfangen zu fotografieren, einfach weil die Szenerie so schön war. Hier kann man ja vielleicht mal die EXIF-Daten ganz grob einstellen. Ich kann das gerade raussuchen. Das sind hier, das Tunesien, ist ja, was? mit der eben 5x3 fotografiert. Also auch in so einer Situation greife ich dann oft aus Bequemlichkeit zu der kleinen Kamera, weil die einfach mir schon seit so vielen Jahren vertraut ist. Das Bild ist mit dem Standardobjektiv, das 12 bis 40 entstanden bei 16 mm, damit man einfach noch möglichst viel vom Himmel oben drauf bekommt. Und eine Belichtungszeit von 30 Sekunden habe ich hier gewählt bei ISO 1250. Sobald es länger als diese 30 Sekunden wird mit der Belichtungszeit, fangen die Sterne an zu verwischen. Das wollte ich jetzt in dem Bild nicht, kann man ja auch als stilistisches Mittel nutzen, einfach um diese Sternbewegung mal einzufangen. Und genau, dort ist eben dieses Bild entstanden. Sehr, sehr schön. Ich glaube auch das nächste Bild. Ah nee, also da ging es jetzt von Tunesien weiter. Ja, erzähl da mal noch so ein bisschen was, weil jetzt kommt ja, glaube ich, so die spannende oder herausfordernde Zeit. Genau, das ist dann das, was uns alle mit Sicherheit sehr erwischt hat. Und auch an uns ging es natürlich weit in dieser Zeit, wo wir hier in Tunesien waren, ging die Corona-Pandemie noch los und das hat uns dann vor große Herausforderungen erstmal gestellt. Wir mussten zurück nach Deutschland. Es gab dann aber keine Fähre mehr. Wir konnten unser Auto nicht mehr aus dem Land rausholen.
Die Situation in Tunesien war dann relativ spontan sehr angespannt. Der Präsident hatte einfach eine bisschen unglückliche Formulierung gewählt, als er das so bekannt gegeben hat, dass jetzt quasi die große Krankheit von Europa nach Afrika rüberkommt. Und das hatte dann die Auswirkung, dass viele Leute wirklich Angst gekriegt haben vor uns Europäern, weil das einfach so schlecht kommuniziert war. Das war quasi so, alle Europäer haben Corona und die sind jetzt hier. Und dann haben sich wirklich Menschen, als wir vorbeigefahren sind, die Jacken vors Gesicht gehalten, weil sie unser deutsches Kennzeichen gesehen haben. Und das war dann sehr unangenehm. Wir sind dann relativ zügig aus Marokko, aus Tunesien raus, mussten dann leider aber fliegen, weil es gab eben keine Fährverbindung mehr und konnten den Bus dann auch erst einige Monate später wieder abholen. Und ja, das hat von dem her unseren ganzen Reisealltag auch einmal durchgewürfelt. Wir hatten ganz viele Reisepläne eigentlich auch für die letzten, für das letzte Jahr eben, die jetzt alle erstmal auf Eis gelegt wurden. Und haben dann uns komplett nochmal umorientiert. Wir wollten natürlich weiter reisen. Wir mussten ja eigentlich im Endeffekt auch weiter reisen. Wir haben keine Wohnung mehr in Deutschland, in der wir hier unsere Base haben sozusagen, sondern leben ja wirklich Vollzeit in dem Fahrzeug. Und haben dann gegrübelt, wo können wir in dieser Corona-Zeit jetzt noch hinreisen? Wo ist es sicher? Wo sind die Fallzahlen niedrig? Wo haben wir den maximalen Abstand zu anderen Menschen, um einfach die Sicherheit für alle zu gewährleisten? Und dann ist uns immer wieder Norwegen im Kopf rumgegeistert, weil uns das einfach 2018, als wir da unterwegs waren, schon so wahnsinnig fasziniert hat, dass wir gesagt haben, wir möchten dann nochmal hin. Diesmal dann aber eben zu einer anderen Jahreszeit. Und so sind wir dann letztes Jahr im August, September losgefahren und wollten hier September, Oktober in Norwegen verbringen, um einfach diese gigantische Natur, die dort oben ist, mal in den Herbstfarben kennenzulernen und in dieser bisschen dunkleren Jahreszeit. Wie Genau. lange seid ihr schlussendlich dann jetzt in Norwegen geblieben? Diese 2 Monate? Also ist das September, Oktober oder wurde es länger? Es ist länger geworden, auch eben Corona-bedingt. Man muss flexibel bleiben in diesen Tagen, wenn man reisen möchte. Es waren eben 2 Monate geplant, geblieben sind wir dann effektiv 7 Monate, einfach weil im Winter dann die ganze Situation im Süden sich wieder so zugespitzt hat. Wir hatten eigentlich geplant, den Winter wieder Richtung Marokko zu starten, aber allein also Fährverbindungen gab es sowieso noch nicht. Aber auch in Spanien und Portugal hatte sich die Situation so zugespitzt, während es in Norwegen einfach sehr, sehr entspannt war. Es gab kaum Fallzahlen. Das ganze öffentliche Leben hat ziemlich normal stattgefunden. Und so haben wir dann entschieden, ausnahmsweise als verfrorene Menschen auch mal einen Winter in Norwegen zu verbringen. Wir gucken dann direkt mal weiter das nächste Bild. Da sieht man so ein bisschen Winterlandschaft. Ja, erzähl da mal noch ein bisschen mehr dazu. Ja, das war im Prinzip genau das, was wir gesucht hatten. Wir wollten diese wunderschönen Herbstfarben in Kombination mit Winter erleben. Deswegen sind wir in der Jahreszeit dann auch da hoch gestartet und haben das dann hier gefunden. Ein Bild, das man so in Deutschland, glaube ich, an den seltensten Tagen nur machen kann, wo man wirklich noch richtig buntes Herbstlaub hat und gleichzeitig schon der richtige Wintereinbruch da ist. Und genau, das haben wir uns erhofft und auch immer wieder gefunden. Und vor allem die perfekten Farben, um den Bus noch mit dazu zu integrieren, oder? Oh, ja. Ja, auch das natürlich ganz bewusst ausgewählt. Wir fahren nur einen gelben Bus, damit er auf Fotos schön aussieht. Perfekt, dann machen wir direkt weiter. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mit der Olympus fotografiert, nehme ich mal an, weil ich glaube, so langes Stativ hast du nicht im Bus dabei. Nee, genau. Das ist mit einer Drohne aufgenommen. Das war jetzt einfach auf dem Weg Richtung Norden. Und ja, eine Drohne ist bei mir eigentlich auch immer jetzt mit im Gepäck, zumindest jetzt im VW-Bus auf dem Fahrrad. Hatten wir am Anfang sogar auch eine Drohne dabei. Damals waren die aber noch viel größer. Und heute mit diesen kleinen, kompakten Drohnen ist das einfach ein wahnsinnig tolles Werkzeug, um nochmal eine neue Perspektive zu haben, um so viel mehr Möglichkeiten zu haben, Ja. dass die auch immer wieder mit uns ist. Ja, und gerade solche Perspektiven mit den Wegen, die sich durch die Landschaft schlängeln, das sind halt wirklich Motive, die sind halt wirklich traumhaft und ergänzen halt jeden Vortrag wirklich sehr, sehr perfekt. Ja, von Natur und Landschaft geht es jetzt, glaube ich, so ein bisschen Richtung Wildlife-Fotografie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich mache mal ein Bild weiter, genau. Ich vermute mal, hier kam die EM1X mit dem 300er zum Einsatz. Erzähl hier mal ein bisschen mehr zu dem Foto. Genau, dort war dann eben, obwohl Wanderung war, mal die große Kamera dabei, einfach weil auch das große Objektiv dabei war und dann ist eben diese Haptik von der Kombination deutlich angenehmer nochmal und drum hier eben das 300 mm mit der EM1X. Und wir waren hier im Dovrefjell Nationalpark unterwegs, der ist sicher vielen auch ein Begriff, vielleicht nicht unbedingt wegen den Rentieren, die man jetzt hier sieht, sondern wegen den Moschusochsen, da kommen gleich auch nochmal zwei Bilder zu.
Es war aber eine wahnsinnig schöne und spannende Angelegenheit, hier unterwegs zu sein. Wir waren ja quasi während dieser Corona-Phase, als eh kaum Tourismus stattgefunden hat, unterwegs. Wir waren wirklich komplett alleine. Wir haben auf der ganzen Wanderung keine anderen Menschen getroffen und konnten uns dann hier wirklich ein bisschen in der Natur verschanzen, uns hinter Sträuchern verstecken, auf die Tiere warten. Und es war ein ja, wunderschönes Erlebnis hier. Ja, vor allem auch hier farblich mit der Natur hinten dran, die Landschaft, die Weite in der Landschaft. Großartig, also wirklich sehr, sehr schöne Aufnahme, mag ich total gerne. Ich mache mal direkt weiter zu den Moschusochsen. Auch hier 300 mm, auch wieder sehr, sehr schön freigestellt mit dem Zweifach-Telekonverter dieses Mal. Was war das ungefähr für eine Brennweite dann schlussendlich, die vollen 800? Ja, also wenn wir die 300 mit dem Telekonverter sind wir bei 600 Genau. auf Kleinbild, ja, eben 1200, also wirklich eine gigantisch lange Brennweite, die man mit normalen Kameras ja kaum mittragen könnte, diese Riesenrohre, die man dafür bräuchte. Darum war ich da sehr, sehr glücklich über das Olympus-System wieder und war hier vor allem auch begeistert, wie gut die Abbildungsqualität dann tatsächlich noch ist, wenn man mit so langen Brennweiten arbeitet, mit dem Zweifach-Telekonverter. Und ich war hier natürlich sehr, sehr glücklich auch über die Kombi, einfach weil man an die Tiere nicht so nah rangehen sollte. Es ist eigentlich ein Sicherheitsabstand von mindestens 200 Metern zu den Tieren vorgeschrieben im Nationalpark, weil die schon auch mal ein bisschen aggressiv werden können, wenn man denen zu nahe kommt. Und das sind einfach wahnsinnige Kolosse, da möchte man nicht, dass die einen auf die Hörner nehmen. Definitiv, Und ja. mit der langen Brennweite konnte ich mich dann einfach langsam ranpirschen, konnte immer gucken, reagieren Tiere, kann ich mich noch herantrauen. Habe dann irgendwann den Telekonverter wieder rausnehmen können, als ich ein bisschen näher dran war. Und das war ja eine wahnsinnig schöne fotografische Erfahrung auch mal. Definitiv. Wenn du mit so einer langen Brennweite unterwegs bist, Freihand oder mit Stativ, wie bist du da am Arbeiten? Ich vermute mal, du wirst jetzt nicht immer auf einer Wanderung ein Stativ mitnehmen. Ich hatte es dabei, habe dann aber im Endeffekt größtenteils ohne Stativ fotografiert, einfach weil der Bildstabilisator von der Kamera in Kombination ja auch mit dem selbst schon stabilisierten Objektiv wahnsinnig gut funktioniert und ich in den allermeisten Fällen wirklich aufs Stativ verzichten kann und das eben, wie du sagst, oft auch gar nicht dabei habe. Also das ist auch was ich wirklich sehr, sehr zu schätzen weiß. Du kannst, egal ob das jetzt längere Zeiten sind, ob das lange Brennweiten sind, du kannst halt wirklich sehr, sehr gut freihand fotografieren. Und das ist ein Luxus, den ich sehr zu schätzen weiß. Und wenn ich irgendwie abends in Städten unterwegs bin, ich nehme gar nicht mehr so wirklich oft ein Stativ mit, außer ich will ganz bewusst eine Langzeitaufnahme machen mit Filter oder irgendwas. Ansonsten bin ich fast immer nur noch freihand unterwegs. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr großer Luxus, nicht mehr viel schleppen zu müssen. Also das mag ich wirklich sehr, sehr gerne an dem System. Absolut, und das überrascht mich immer wieder, was aus der Hand dann wirklich noch geht. Wenn man da eine Sekunde Belichtungszeit für irgendeine Architekturaufnahme oder sowas hat, dann funktioniert das einfach. Und das kenne ich einfach aus meinen Fotografie-Anfangszeiten noch ganz, ganz anders. Also wo ich immer sehr begeistert bin, ich habe die letzte Zeit als den, auch gerade während Corona, den Live-ND-Filter für mich entdeckt. Und ich finde halt gerade Live-ND-Filter in Kombination mit dem Bildstabilisator freihand mal eben irgendwo schnell eine Aufnahme machen zu können, großartiger Luxus. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Display rausklappen irgendwo in der Hocke, wo ich sonst immer gewackelt hätte. Also es funktioniert wirklich richtig, richtig gut. So, dann kommen wir hier mal zu dem nächsten. Ja, Tier. Zu dem nächsten Tier. Genau, nochmal die Moschusochse. Genau. Müssen wir auch gar nicht drüber reden. Ich wollte das Bild nur einfach auch noch mit reinpacken. Ich mag es selber sehr gerne, wie der Moschusochse hier in diesem Blattwerk drin steht. Und ich liebe die Details unten in den Blättern, wo man auch einfach nochmal wunderschön die Schärfe von diesen Objektiven erkennen kann. Das ist ein Bild, das würde, glaube ich, auch wahnsinnig gut als großflächiger Print Ja. funktionieren, obwohl es eben auch mit diesen langen Brennweiten und Konvertern aufgenommen ist. Und es war für mich eben, wie gesagt, ein ganz, ganz spannender Tag. Wir waren komplett alleine unterwegs und ich war hier dann viele, viele Stunden alleine auch mit den Tieren und konnte mich hier wirklich komplett austoben beim Fotografieren. Also ich mag auch hier wirklich, wie du schon gesagt hast, wie das Tier in den Blättern drin steht. Die Farbigkeit ist halt hier ultra schön. Das ist wirklich halt sehr, sehr schön. Ich mag diesen kleinen grünen Klecks davor. Also ich finde es wirklich eine traumhaft schöne Aufnahme. Toll, wirklich sehr, sehr schön. Wenn du sagst, wir sollen schneller weitermachen, dann kommen wir mal hier, ja, zu dem nächsten Gebirge. Da seid ihr wo? Das ist immer noch Nordnorwegen. Wir waren ja dann im Endeffekt 7 Monate unterwegs. Das heißt, alle Bilder, die jetzt heute noch kommen, sind in Norwegen entstanden. Das war noch nicht Lofoten, aber auf dem Weg zu den Lofoten hoch und zeigt einfach nochmal ganz krass diese wunderschöne Farbmischung, die wir hier erlebt haben im Herbst. Das eben unten sieht man noch gelbes Blattwerk an den Hängen, oben aber der Schnee.
Und was mich mit am meisten fasziniert hat in Norwegen, ganz besonders aus fotografischer Sicht, aber auch einfach so, weil es ein wahnsinniges Erlebnis ist, sind diese wahnsinnig schnell wechselnden Lichtstimmungen. Das ist ganz oft, dass man irgendwo unterwegs ist am Wandern oder auch einfach nur mit dem Auto. Das hier war tatsächlich aus dem Auto raus fotografiert. Wir sind hier auf einer Straße am Meer entlang gefahren und auf einen Schlag hat die Wolkendecke aufgerissen. Davor war alles grau und grau und sah sehr trist aus. Die Sonne kommt auf einen Schlag raus. Man kann in 10 Sekunden dieses Bild machen, danach ist die Wolkendecke wieder zu. Und das ist ganz, ganz spannend, weil man, egal wo man unterwegs ist und egal wie es aktuell aussieht, immer damit rechnen muss, dass vielleicht ein paar Sekunden später alles ganz anders aussieht und ein wahnsinnig schönes Motiv ergeben kann. Definitiv. Also auch da, ich mag hier diese Lichtstimmung, ich mag diese Wolkendecke da oben drüber. Also wirklich ein traumhaft schönes Bild. Sehr, sehr schön. Sollen wir dann direkt weiter zu dem nächsten Foto gehen? Auch da wieder, wie gesagt, kurz der Hinweis an die Leute, die da sind. Wer Fragen hat, wer irgendwas speziell von Patrick wissen will, traut euch ruhig, das reinzuwerfen. Schreibt gerne was in die Kommentare rein. Wir freuen uns da sehr drüber. Ansonsten würde ich sagen, wir gucken einfach mal das nächste Bild an, oder? Gerne. So, Das auch ist im hier toll. Prinzip nochmal ein schönes Beispiel für das, was ich eben schon gesagt habe, diese schnell wechselnden Lichtstimmungen. Wir sind hier auf den Lofoten aktuell unterwegs und das Bild ist über Reine entstanden, ein Ort, den sicher auch schon viele kennen, ein ganz bekannter Ort auf den Lofoten. Und wir sind hier auf den Reinebringen hochgewandert und hatten viele Tage gezögert, ob wir es überhaupt machen sollen, weil das Licht und das Wetter war immer sehr, sehr schlecht. Es hat eigentlich immer geschneit, geregnet. Wir hatten richtig Pech mit dem Wetter und haben dann aber irgendwann gesagt, so, na gut, das müssen wir aber einfach mal hochwandern, weil sonst ist ja auch schade. Und dann war das auf dem Weg nach oben, hat auf einmal wieder diese Wolkendecke aufgezogen und im Hintergrund kam die Sonne raus, hat die Regen- und Schneewolken so gelb leuchten lassen. Das ist genau das, was ich meine. Man muss permanent darauf gefasst sein, dass man gleich ein schönes Bild machen kann. Das ist schwierig, wenn man an einem bestimmten Ort fotografieren will, weil man dann oft stundenlang da sitzt und hofft, dass das Wunder endlich passiert. Drum entstehen ganz viele Bilder tatsächlich in solchen Situationen, wo ich gerade eigentlich noch am Hochwandern bin, möchte eigentlich an den Spot, wo ich fotografieren möchte und mache dann im Endeffekt unterwegs vielleicht schon das beste Bild, weil dort eben das Licht dann spannend wird. Und auch da, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, finde ich halt wieder spannend. Das war so einer der größten Benefits an dem kleinen System für mich. Mit den großen Kameras war ich oft zu faul, die irgendwo unterwegs auszupacken, weil ich dachte so, ha, jetzt nochmal die Kamera auspacken und hier die kleine Kamera, die hast du entweder in der Hand, hast du umhängen, hast du irgendwie so irgendwo greifbar hängen, dass es gar nicht mehr so ein Aufwand ist, die Kamera auszupacken, sondern du hast sie einfach immer dabei und du fotografierst. Und seitdem ich mit Olympus wieder rumrenne, oder was heißt wieder, seitdem ich mit der Olympus-Kamera rumrenne, fotografiere ich wieder viel, viel mehr als vorher mit der Spiegelreflex und vor allem auch viel lieber, weil ich intuitiv, schnell und unkompliziert einfach fotografieren kann. Wo ich für mich oft gemerkt habe, meine Spiegelreflex habe ich schon gar nicht mehr oft ausgepackt, weil ich halt da faul geworden bin. Ja, absolut, kann ich nur so unterstreichen, weil eben die Kamera hänge ich mir gerne einfach oft um, lasse sie gleich aus dem Rucksack draußen, habe vielleicht sogar noch ein, zwei Wechselobjektive einfach in der Jackentasche, weil sie reinpassen. Und dann bin ich wirklich jederzeit startklar und muss nicht erst den Rucksack absetzen und alles rauskramen und so weiter. Das Genau. hat schon sehr verbessert und macht wahnsinnig Spaß. Absolut. Ich finde, das ist somit der größte Luxus, den man beim Fotografieren haben kann, nicht mehr so schwer zu schleppen. Wie du auch schon sagst, ich habe immer so einen 12 mm in der Tasche und einen 45er habe ich drauf. Das sind so meine Standards, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und die sind so wahnsinnig klein und so irre gut von der Qualität. Also besser geht's fast nicht. Der Peter fragt, ob du den Art-Modus nutzt. Nutzt du die Art-Filter irgendwo? Nee, tatsächlich gar nicht, weil ich immer denke, wenn ich Bilder bearbeiten möchte, mache ich das lieber im Nachhinein. Das sind natürlich tolle Möglichkeiten, um vielleicht auch besondere Bearbeitungen hinzubekommen oder gestalten zu können und vor allem auch beim Fotografieren schon wirklich mit dieser Möglichkeit spielen zu können, mit diesem Kunstmodus sozusagen. Ich persönlich nutze es aber sehr wenig oder eigentlich gar nicht. Also ich habe so zwei, drei Artfilter, die nutze ich ab und an mal ganz gerne, die mag ich wirklich sehr. Nicht jeden mag ich, weil vieles ist ja einfach nur irgendwie Farben verschieben oder irgendwas. Aber ich nutze unheimlich gerne den Monochrom-Modus. Also ich fotografiere wirklich sehr, sehr gerne in Schwarz-Weiß, fotografiere dann RAW und JPEG, nutze aber fast immer dann nur die JPEGs in Schwarz-Weiß. Und ich finde halt die Möglichkeiten, die du halt da mittlerweile hast, egal ob es jetzt Artfilter sind, Monochrom-Modus oder Live-ND-Filter, also das, was du dort an Möglichkeiten in der Kamera mittlerweile drin hast, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Die Qualität ist halt einfach noch irre gut dabei. Aber ansonsten bin ich da, glaube ich, ähnlich wie du unterwegs. Also farblich nachbearbeiten mache ich dann auch lieber erst hinterher am Computer als vorher schon in der Kamera. Aber wie du sagst, gerade mit dem Schwarz-Weiß-Monochrom,
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die habe ich auch schon genutzt. Einfach, wenn man gezielt mal losziehen möchte und schwarz-weiß fotografieren will, dann finde ich das auch sehr angenehm, das Bild gleich in schwarz-weiß zu sehen, weil Genau. es einfach gestalterisch ja einem ganz neue Möglichkeiten gibt und Bilder in schwarz-weiß nochmal ganz anders wirken als in Farbe und man so seine Motive gleich viel gezielter auswählen kann beim Fotografieren schon. Da ist das eine wahnsinnig tolle Möglichkeit. Ich finde halt allein schon, wenn du deinen Sucher in Schwarz-Weiß hast, du guckst ja ganz anders, du reagierst anders auf Sachen, du guckst eher nach Farben, du guckst eher nach Formen oder nach irgendwas. Und das finde ich eine sehr, sehr angenehme Art zu fotografieren. Von daher, ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Ich komme mal zum nächsten Bild. Auch hier wieder eine sehr, sehr schöne Ansicht. Erzähl mal hier so ein bisschen was. Also das sind alles jetzt schon wieder so Motive. Ich wäre da, glaube ich, auch eher so, wie du vorher gesagt hast, ich wäre eher so in den warmen Regionen unterwegs. Das sieht alles immer sehr, sehr kalt aus. Also ich wäre da, glaube ich, eher so ein bisschen Weichei, was das angeht. Ja, bin ich im Normalfall auch, aber ich finde, hier entschädigt eigentlich wieder die Landschaft, die man dann sieht, für das, was man dafür halt eingehen muss, eben die Kälte. Für uns natürlich eine ganz besondere Herausforderung nochmal gewesen, da wir hier immer noch im VW-Bus gewohnt haben. Und das ist dann anstrengend geworden, einfach bei sehr viel Schnee, bei sehr viel Regen, bei sehr viel Dunkelheit. Die Sonne war dann ja nur noch wenige Stunden am Tag draußen. Wir waren nicht bis zur kompletten Dunkelheit quasi so weit oben, aber der kürzeste Tag war so mit knapp 2 Stunden Sonnenlicht oder Tageslicht. Oft ist die Sonne gar nicht rausgekommen. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber wie gesagt, ich finde die Landschaft entschädigt, weil das war wieder genau das, was wir gesucht haben, was man auf dem Bild hier jetzt sieht. Unten noch die Herbstfarben, die wunderschön durchschimmern und oben dann die schneebedeckten Gipfel. Das macht die Landschaft in meinen Augen einfach nochmal ein bisschen spannender, nochmal wilder. Und eindrücklicher als das Bild jetzt im Sommer vielleicht geworden wäre, wenn die Berge einfach Definitiv. oben grau und schwarz wären und unten vielleicht grün. Ich finde die Farbstimmung im Winter da einfach immer sehr viel interessanter und spannender. Und das Bild ist jetzt, das haben vielleicht der eine oder andere schon gesehen, auch auf Instagram wurde das ja veröffentlicht in den letzten Tagen, ist oben auf dem Rheinebringen dann entstanden. Sehr, sehr schöne Aufnahme. Der Carsten schreibt hier gerade noch eine Anmerkung. Er findet an der Olympus den in Anführungszeichen Nordlichtdetektor einen Traum, der einem sofort schwache Nordlichter am Himmel aufzeigt. Nordlichter hast du ja auch noch ein paar fotografiert, glaube ich. Da kommt ja jetzt gleich auch noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt als nächstes kommt. Ich blätter mal einfach nochmal weiter, ne? Genau, und Ja. da passt ja genau das zum Thema dazu, was der Carsten da gerade meinte. Das heißt, auch in dem elektronischen Sucher. Ich möchte mittlerweile keinen anderen Sucher mehr haben als einen elektronischen Sucher, weil du halt wirklich echt toll gerade bei Nachtaufnahmen arbeiten kannst. Erzähl mal ein bisschen mehr zu deinen Nordlichtbildern, was du hier so alles machst. Ja, genau, das Bild ist nochmal auf dem Rheinebringen entstanden. Das war sogar derselbe Tag, wo diese Aufnahme entstanden ist, die wir gerade ein Bild davor gesehen haben. Ich war da nämlich tagsüber oben, bin da durch den tiefen Schnee hochgestapft, war tatsächlich auch der einzige Mensch. Das ist ja wirklich ein sehr beliebter Fotospot und hab mich riesig gefreut, hier ganz alleine sein zu können. Und habe dann, als ich da oben stand, gedacht, boah, das wäre irgendwie ein wahnsinnig schönes Motiv, wenn ich das nochmal in Kombination mit einem Nordlicht einfangen kann. Und habe mich dann wahnsinnig gefreut, als am Mittag der Himmel tatsächlich aufgeklart ist. Es ist zwar wahnsinnig windig geworden, aber der Wind hat die Wolken alle weggeblasen. Und dann bin ich direkt, als ich unten am Auto angekommen bin, habe ich gewusst, okay, heute Nacht musst du da gleich nochmal hochrennen. Und dann habe ich die Wanderung gleich nochmal gemacht an dem Tag. Aber es hat sich absolut gelohnt. Es war ein wunderschöner Moment da oben. Mir sind die Finger abgefroren beim Fotografieren, trotz dicker Handschuhe. Es war eisig kalt, aber es war eine wunderschöne Stimmung, die ich dann hier einfangen konnte. Und ja, wie du sagst, gerade bei Nachtaufnahmen der elektronische Sucher absolut eine absolute Bereicherung. Und ich konnte mir das früher immer nicht vorstellen, als ich noch mit meinen alten Spiegelreflexkameras fotografiert habe, habe ich immer gemeint, nein, ich muss unbedingt direkt durchs Objektiv schauen. Inzwischen bin ich davon auch komplett weg. Ich genieße das total, dass ich quasi im Voraus auch oft schon, wenn ich tagsüber fotografiere, sehe, wie mein Bild im Nachhinein dann ausschaut. Und die ganzen Vorzüge, die man dadurch hat, finde ich wahnsinnig praktisch. Nordlichtdetektor habe ich hier nicht verwendet, sondern den ganz manuellen. Ich habe selber in den Himmel geschaut. Fand das aber auch faszinierend, wie schnell man sehr schwache Nordlichter sehr intensiv auf den Bildern sieht. Das war das erste Mal, dass ich selber Nordlichter gesehen habe auch und fotografiert habe. Und ja, das war eine sehr interessante Erfahrung, dass die manchmal gar nicht so intensiv sein müssen, damit sie auf dem Bild dann schon sehr schön aussehen. Musst du Nord, also ich habe selber leider noch keine Nordlichter gesehen, musst du deine Nachbearbeitung viel dran rummachen? Musst du da, ja, wie bearbeitest du die nach? Oder sind die wirklich schon so präsent, wie du jetzt gerade gesagt hast, auf den Bildern, dass man da gar nicht mehr groß dran bearbeiten muss? Also so präsent sind sie auf jeden Fall.
Was ich gemerkt habe, man darf auf keinen Fall die Farbtemperatur auf Automatik lassen, weil die Kamera da oftmals dann völlig daneben schießt, weil das einfach nochmal andere Lichtfrequenzen sind, die die Kamera da verwirren können. Manche Bilder werden dann auf einmal knallpink oder knallgrün. Das heißt, das lohnt sich hier, die Farbtemperatur manuell einzustellen. Ansonsten, die Nachbearbeitung, habe ich gemerkt, muss man wahnsinnig dezent rangehen, weil man da ein bisschen zu viel Kontrast oder Klarheit oder irgendwie zu viel an den Reglern rumschiebt, wird es sehr schnell unnatürlich und es geht sehr viel von diesem schönen weichen Nordlicht verloren. Es wird dann sehr schnell, weil der Verlauf ja extrem weich ist und dann verliert man einfach diese Zwischenfarbtöne. Drum Nachbearbeitung möglichst dezent auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, dann gucken wir direkt mal nochmal weiter. Auch hier ist nächste Nordlicht, diesmal mit Bus, finde ich eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Erzähl da nochmal ein bisschen. Ich bin wirklich fasziniert von deinen Nordlichtbildern, das ist wirklich toll. Dankeschön. Das Bild ist jetzt auf den Westerrollen entstanden, also ein Stückchen nördlich noch der Lofoten. Und das war der Abend, wo die Nordlichter auch am stärksten waren. Auch hier nicht sehr viel Nachbearbeitung. Die waren wirklich wahnsinnig intensiv. Wir haben auch immer wieder diese schönen pinken Streifen gesehen. Und ich fand es faszinierend und auch spannend beim Fotografieren, weil sich die Nordlichter so schnell verändern. Das habe ich früher gar nicht so gedacht, weil auf Fotos sieht das ja immer alles sehr statisch aus, als würde das da mal so sein, das Nordlicht. Aber das ist ja tatsächlich so ein Wabern. Die bewegen sich die ganze Zeit. Und da muss man dann natürlich immer den richtigen Moment abpassen, wann drücke ich auf den Auslöser. Und da sind dann vielleicht auch die EXIF-Daten nochmal interessant. Wie lange belichtet man das, wenn man so eine Aufnahme macht? Das Bild, das man jetzt gerade sieht, ist mit 15 Sekunden aufgenommen bei 7 mm. Also das 7 bis 14 Millimeter pro Objektiv habe ich hier verwendet bei Blende 2,8. Also die Blende so weit auf, wie es geht einfach, um die Belichtungszeit schon mal kurz zu halten. Die ISO habe ich auf 2500 gestellt. Ich versuche natürlich immer die ISO so niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig einzustellen. Und genau, mit 15 Sekunden bin ich hier ausgekommen. Und trotzdem nimmt man schon ein bisschen oder verwischen die Nordlichter. Die sind in echt oft viel schärfer an den Kanten. Aber durch die lange Belichtungszeit, die man halt zwangsläufig braucht, um sie einzufangen, werden sie dann oft schon ein bisschen weicher am Rand. Sehr schön. Das kann man noch einwerfen. Das Schwierigste am Nordlichter fotografieren, wenn man hier oben ist und vor allem, wenn man dann auch noch im Fahrzeug wohnt und die ja wirklich direkt vor der Türe hat, das Schwerste am Fotografieren ist das aufzuhören, fotografieren, Das glaube weil ich, ich ja. wirklich stundenlang tausende Bilder im Endeffekt gemacht habe, weil das immer wieder sich verändert. Also du kannst das gleiche Motiv halt in tausend verschiedenen Varianten fotografieren und denkst immer, wow, jetzt sind sie noch mal ein bisschen stärker, jetzt sind sie noch ein bisschen bunter und jetzt ist es vielleicht noch besser. Und da dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist auch gut, ich gehe jetzt mal schlafen, das war die größte Herausforderung. Wahrscheinlich auch im Nachhinein dann nochmal die Auswahl aus diesen vielen, vielen Bildern, die ihr dann gemacht habt, das Passende irgendwo auszuwählen, stelle ich mir auch nicht so wirklich einfach vor. Hier kommt nochmal eine Anmerkung vom Carsten. Moment, ich gucke mal kurz nochmal. Carsten sagt zum Beispiel, in Norwegen hat er immer seine 1,2er Objektive mit. Tolle Kombi. Und jetzt fragt gerade die Jackie, fragt hier noch, wie lange hast du für das längste Motiv gesessen? Also wahrscheinlich, was war so das aufwendigste Motiv, was du irgendwie gestaltet hast bei diesen Norwegen-Bildern oder wo du am meisten Vorbereitung für gebraucht hast, wo du am meisten ausharren musstest? Das ist schwierig so zu definieren. Ich meine, bei den Moschusochsenbildern war ich natürlich viele, viele Stunden unterwegs, bis dann das Tier an der richtigen Stelle steht und ich dann aus dem richtigen Winkel da drauf schaue und das Licht dann auch noch passt. Das sind Sachen, wo man viel Geduld braucht. Bei den Nordlichtern natürlich auch. Das geht, wir waren insgesamt 3 Wochen, denke ich, 3 Wochen, 4 Wochen auf den Lofoten unterwegs, dann noch auf den Westerrollen. Also wir haben hier sehr viel Zeit verbracht, um dann wirklich mal den Tag zu erwischen, wo der Himmel wolkenklar war, was gar nicht so einfach war. Das waren nur sehr wenige Tage. Und genau dann müssen ja auch noch die Nordlichter sein. Das heißt, das ist immer mit sehr viel Warte und natürlich auch Vorbereitungszeit verbunden. Also wo möchte ich dann sein, wenn die Nordlichter zu sehen sein sind? Also man muss sich dann ja für mehr oder weniger eine Location entscheiden. Das fand ich wahnsinnig schwierig, weil woher soll man im Voraus wissen, wie wirkt diese Landschaft bei Nacht mit Nordlicht? Das waren wahrscheinlich schon so mit die aufwendigsten Bilder dann. Jetzt hier so deine Bilder mit den Nordlichtern, wo du gerade gesagt hast, es war aufwendig, die passende Location zu finden. Habt ihr im Vorfeld dann schon irgendwie mit Karte, ich sag mal, mit Pinterest, mit anderen Bildern irgendwo geplant? Oder seid ihr halt irgendwo entlang gefahren und gesagt, oh, das könnte was sein, lass uns da mal hinfahren oder lass mal darüber gucken, wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Also teilweise vielleicht ein bisschen inspiriert durch Instagram, also oder solche Medien.
Gerade den Reinebringen, das war einfach ein Motiv, das habe ich schon sehr oft selber gesehen. Und das war dann was, wo ich auch gesagt habe, boah, das finde ich wirklich so besonders, da möchte ich auch hin. Prinzipiell bin ich aber sehr gegen diesen Trend zu sagen, wow, da hat einer ein tolles Bild gemacht, ich muss da jetzt hin und das nachfotografieren. Ich wäre jetzt auch nicht für das eine Motiv wirklich dahin gefahren, sondern wir waren eben diese 4 Wochen auf den Lofoten und dann habe ich gedacht, gehst du da auch noch hoch, machst du auch noch das Bild, das schon so viele Menschen vor dir gemacht haben. Aber ich habe dann gedacht, ich versuche es wenigstens dann noch in Kombination mit dem Nordlicht einzufangen, weil das ist eine Version, die ich so noch nicht gekannt habe. Grundsätzlich versuchen wir das komplett außen vor zu lassen und uns wirklich von der Natur vor Ort inspirieren zu lassen. Das Also heißt wirklich selbst auch, zu suchen, rumzufahren und dann ja. zu schauen, wo fotografieren wir und nicht die schon ausgelutschten Motive nochmal als ein 5.000stes oder wahrscheinlich eher Ja. 5.000.000stes Bild auch noch zu fotografieren. Das heißt jetzt aber hier zum Beispiel bei eurem Bulli-Bild, das heißt, ihr fahrt einfach irgendwo rum und sagt, oh, hier können wir A, gut stehen, hier können wir gut parken, campen, irgendwas. Und das passt auch zufällig noch landschaftlich oder wenn wir noch 10 Meter weiterfahren, könnte es dann fürs Foto nochmal besser sein. Also eher dann diese Variante als wirklich geplant, dann irgendwo hinzugehen. Hier kamen noch ein paar Anmerkungen. Der Carsten meinte zum Beispiel, das Wichtigste beim Nordlichterfotografieren sind die beheizbaren Socken. Wie ist da deine Erfahrung mit? Absolut, hätte ich gerne gehabt, hatte ich leider nicht. Es gab schon kalte Finger und kalte Füße, absolut. Das denke ich mir. Und der Ralf schreibt hier noch, wo sollte der Weißabgleich eingestellt werden für diese Fotos? Also die Anmerkung ist schon ein paar Minuten her. Ich vermute aber mal, es ging um die Fotos mit den Nordlichtern. Was hast du dort für einen Weißabgleich eingestellt? Weil du hast ja eben auch gesagt, der automatische funktioniert nicht gut dabei. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz auswendig. Im Prinzip schaue ich halt einfach live, ne, also ich löse aus, stelle meine Farbtemperatur von mir aus auf 5600 ein, löse aus, gucke, wird es mir jetzt zu grün oder zu lila oder zu warm oder zu kalt und passe es dann nochmal an. Aber das liegt im Normalfall eben in einem Normalbereich um die 5000, 6000. Komisch ist eben, das habe ich gemerkt, dass die Kamera dann manchmal komplett daneben schießt, einfach weil sie mit den Frequenzen nicht so gut zurechtgekommen ist in dem Fall und die Farbtemperatur dann halt auf einmal bei 3200 oder sowas liegt dann später. Und das sollte man halt versuchen zu vermeiden. Nutzt du für solche Motive auch irgendwie mal so ein Teil wie so ein Color-Checker, um eine Farbtafel, um dort irgendwo nochmal Kameraprofile, Weißabgleich irgendwo einzustellen oder halt wirklich nur den internen Weißabgleich schauen und nochmal ein bisschen nachregeln? Ich bin eher schauen und nachregeln. Ich habe eigentlich nie eine Graukarte dabei, nur in den seltensten Fällen eher dann in der Produkt- oder Werbefotografie. Jetzt so unterwegs beim Reisen versuche ich das einfach direkt über die Kamera selber nach Geschmack einzustellen. Prima. Ich glaube, jetzt geht es ja von, wenn ich es richtig im Kopf habe, was wir jetzt hier so angucken, jetzt geht es ja von den Nordlichtern zu einer Aktion, die ich jetzt noch weniger verstehe, wenn du die ganze Zeit erzählst, was du ja eigentlich so für ein Kälteweichei bist. Ich glaube, die Bilder kommen jetzt. Ich blätter mal einfach weiter, wenn das okay ist. Genau. Also, Ja. das ist ja jetzt sowas, wo ich jetzt wirklich nachhaken muss. Wie kommt man auf sowas, wenn man eigentlich sagt, die Kälte ist gar nicht meins? Also, ihr wart dort oben wirklich surfen. Ja, absolut. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich oft, wenn ich selber im Wasser war, dass es mir weniger kalt war, als wenn ich am Strand stehe und fotografiere. Einfach, weil ich einen sehr dicken Neoprenanzug natürlich anhabe, mit dicken Handschuhen, mit dicken Schuhen. Und ich natürlich mich auch noch am Strand. Und wenn ich im Wasser stehe, am Strand stehe und fotografiere, dann bin ich ja die ganze Zeit sehr ruhig und dann bläst mir der kalte Wind um die Ohren. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft wärmer im Wasser zu sein, als am Strand zu stehen. Grundsätzlich, das habe ich, vielleicht hat ja der ein oder andere auch schon den Instagram-Post von gestern gesehen, da habe ich auch ein Surfbild noch gepostet. Und da hatte ich das auch schon grob beschrieben. Ich bin, glaube ich, eigentlich ein wahnsinnig schlechter Surf-Fotograf. Ganz einfach, weil die einzige Leidenschaft, die bei mir vielleicht noch über die Fotografie so ein bisschen drüber ragt, ist das Wellenreiten selber. Und ich kann dann einfach nicht widerstehen. Wenn ich irgendwo eine gute Welle sehe, die auch ein wahnsinnig schönes Motiv abgeben würde, dann bin ich immer sofort, nein, okay, heute ist mal Pausentag, heute arbeite ich nicht mit der Kamera, heute schnappe ich mir mein Surfbrett und springe selber ins Wasser. Und das konnte ich da oben dann tatsächlich auch nicht sein lassen. Auch wenn es so kalt war, wenn die Wellen gut aussehen, dann hält mich eigentlich kaum was an Land. Sehr schön. Und seid ihr dann nur zu zweit dort oben surfen gewesen oder gibt es da noch mehr, ich sage mal in Anführungszeichen, Verrückte, die zum Surfen dort oben hinfahren? Ja, doch, da gibt es eine ganz große Surf-Community eigentlich in Norwegen, also natürlich Norweger selber.
Faszinierend fand ich, dass tatsächlich die Aufteilung zwischen Männern und Frauen in Norwegen ungefähr bei 50-50 oder vielleicht 60% Männer, 40% Frauen sind beim Surfen. Ja. Was interessant ist, weil das sonst oft prozentual weniger Frauen sind in dem Sport als Männer. Aber gerade hier oben, wo man vermuten würde, boah, da trauen sich wirklich nur die ganz bekloppten Kerle oder sowas rein, ist überhaupt nicht so. Es sind fast eben gleich viele Frauen im Wasser, die sich da auch, die das auch aushalten und hier oben machen einfach. Und hier hast du jetzt auch nochmal, ich habe gerade auf die Exif-Daten geschielt, dass dein Lieblingsobjektiv das 40-150 im Einsatz gehabt. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön vom Aufbau. Die Farben, dieses Blau-Weiß, also großartig. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Bild. Mag ich total Ja, gerne. sehr cool. Fast schon eine High-Key-Aufnahme. Aber ich mag es auch sehr gerne. Es war eine schöne Lichtstimmung. Und wenn wir gleich zum nächsten Bild kommen, man könnte vielleicht auch noch mal anmerken zu dem, was du vorher gesagt hast, wie lang ist so die Planungszeit für so ein Bild. Das nächste Bild, das kommt, war wahrscheinlich das, wo ich am längsten drauf gewartet habe. Ja. Wir haben, vielleicht klickst du gerade schon mal einmal Ich habe weiter. schon Dann weitergebildet. Also du meinst jetzt das Bild mit dem Gegenlicht, mit der Sonne. Genau. wo man die ganze Bucht sieht. Wir haben an dem Platz insgesamt 3 Monate verbracht. Wir waren ja sehr lange in Norwegen und hatten hier wirklich so einen Ort gefunden. Wir haben uns dann auch mal eine kleine Wohnung gemietet für den Zeitraum, weil es im Bus einfach kaum noch auszuhalten war, weil das Wetter so oft so schlecht war. Ja. Und dann habe ich hier 3 Monate gewohnt und 3 Monate lang habe ich auf den Tag gewartet, wo die Sonne, das war dann schon im Frühjahr quasi, also nach der Wintersonnenwende heißt das so, also wo die Tage wieder länger werden und die Sonne sich wieder ein bisschen mehr zeigt. Und die Bucht war tatsächlich 2,5 Monate, während wir hier waren, komplett im Schatten. Die Sonne ist nie um das Eck rumgekommen, die ist immer davor schon wieder untergegangen. Und das war dann eben der erste Tag, wo die Sonne es wirklich geschafft hat, um diesen Bergkamm drumherum zu spiegeln. Und die hat hier wahnsinnig tolles Licht gezaubert. Und da haben dann tatsächlich auch alle Bedingungen gepasst, weil die Wellen sind natürlich nur sehr selten so gut wie jetzt auf dem Bild hier. Gleichzeitig muss das Licht gut sein und ausnahmsweise mal kein wolkenverhangener, regnerischer Himmel. Und dann hatte ich hier noch das große Glück, dass es in der Nacht geschneit hat, und wir hier Neuschnee wirklich bis ans Ufer runter hatten. Und das war dann einer der ganz, ganz wenigen Tage meines Lebens, wo ich dann einfach, weil das Licht so faszinierend war, doch eher zur Kamera gegriffen habe und nicht zum Surfboard. Und das hat sich hier dann absolut gelohnt. Es war ein wahnsinnig magischer Tag. Das glaube ich. Also das ist mit Sicherheit total schön dort oben, das so zu erleben. Gerade wenn man so lange auf diesen Moment wartet und hinfiebert, wirklich eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Ich mache mal noch mal das nächste Bild an. Auch das ist ja magisches Licht. Passt ja echt gut hier hin. Also die Lichtstimmung dort oben sind wirklich ganz, ganz besonders. Erzähl hier auch noch mal ein bisschen mit dazu, was wir hier jetzt genau sehen. Genau, das ist eben auch an diesem Tag entstanden. Das Bild hatte ich ziemlich am Anfang sogar gemacht und das war dann auch mit die Entscheidung, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann heute gar nicht ins Wasser gehen. Ich muss diesen Tag und dieses Licht nutzen, um weiter zu fotografieren. Und das ist, glaube ich, eine sehr besondere Aufnahme geworden, weil diese Kombination aus perfekter Welle, perfektem Licht und Neuschnee gibt es einfach auch hier sehr, sehr selten. Ich hatte das Bild dann veröffentlicht, nachdem ich das gemacht hatte und mich hat dann direkt darauf tatsächlich die komplette Surf-Community aus Norwegen angeschrieben. Alle wollten fragen, ob sie sich das als Poster quasi haben können. Alle anderen Surfer, die an dem Tag, an dem Spot im Wasser waren, haben mich angeschrieben, ob ich von ihnen auch noch Bilder gemacht habe. Und das ging dann gleich in Norwegen ziemlich viral, dieses Bild. Schön. Und ja, war wie gesagt so ein schöner Tag, dass nicht mal ich ins Wasser konnte. Definitiv. Also ich kann es verstehen, dass man dann nicht ins Wasser geht. Also ich glaube, ich wäre auch nur mit der Kamera von A nach B geflitzt und hätte fotografiert, was das Zeug hergibt. Zumal wahrscheinlich diese einzelnen Lichtspots ja auch nicht so lange dort sind, dass du jetzt da gemütlich irgendwo vorgehen kannst. Also wirklich tolle, tolle Aufnahmen. Und jetzt kommt hier nochmal ein Bild, was auch echt ein Highlight ist. Großartig. Also das ist wirklich ein ultra schönes Bild, die Surfer hier im Gegenlicht. Ja, erzähl da auch mal noch ein bisschen dazu. Ja, das ist einfach so das klassische. Ich finde, der schönste Zeitpunkt, um selber auch ins Wasser zu gehen, ist ganz oft der Sonnenuntergang, Ja. weil die Stimmung natürlich gigantisch ist im Wasser, wenn die Sonne dann auch draußen über dem Meer versinkt und man das Schimmern auf dem Wasser sieht. Das ist auch so was, wo ich schon oft gedacht habe, ich hätte gern mal noch ein Unterwassergehäuse, um einfach auch Surfaufnahmen im Wasser machen zu können. Ja. Das steht ganz oben auf meiner Prio-Liste. Ich habe so als kleines Backup immer noch die Olympus TAF dabei. Die hatte ich auch schon das mit dem Wasser. Nutzt die da auch sehr gerne. Aber eben das ist jetzt nochmal das Bild, was wir gerade sehen.
Mit der EM 5 Mark III wieder entstanden, wieder eins meiner Lieblingsobjektive, das 40 bis 150. Ja. Und ja, war so eine perfekte Stimmung für den Sunset Surf nochmal, die ich hier mit einfangen konnte. Obwohl es eben, wie gesagt, mich auch immer so ein bisschen reut, dann nicht selber mit im Bild zu stehen, sozusagen. Aber man munkelt ja, dass Olympus auch das ein oder andere Unterwassergehäuse hat. Also von daher hast du ja genau das richtige System ausgewählt, um dort auch bestens ausgerüstet zu sein. Auch das ist ja ein mega spannendes Thema. Und gerade wie du sagst, halt so die Kombination Surfbrett auf dem Surfbrett draufsitzen, vielleicht Kombination halb unterm Wasser, halb überm Wasser. Also sind ja wirklich irre Aufnahmen damit möglich. Von daher bin ich gespannt, was bei dem nächsten, ja, arktischen Surftrip, was dann für Aufnahmen dabei rumkommen. Ja. Perfekt. Das waren jetzt erstmal deine Bilder. Also es geht gleich noch weiter mit anderen Bildern. Also auch das lohnt sich noch ein bisschen anzugucken. Aber erstmal dafür vielen, vielen Dank. Also ich fand es wirklich toll. Ich habe die Tage den Instagram-Takeover schon sehr, sehr genossen, weil du auch immer dort nochmal so ein bisschen was dazu geschrieben hast. Ich mag die Bilder, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ich finde die Story hinten dran wirklich toll. Ich glaube, allein über eure sozialen Projekte könnten wir wahrscheinlich noch 2 Abende weiterreden, ohne dass es irgendwie langweilig oder uninteressant wird. Also ich finde, das kommt sogar noch ein bisschen zu kurz bei den ganzen Bildern. Das lohnt sich auf jeden Fall, da noch mal mehr zu gucken. Also auch ihr solltet unbedingt mal ja, auf seiner Internetseite gucken. Guckt euch die Sachen wirklich alle in Ruhe an. Es lohnt sich wirklich sehr, dort mal drauf zu gucken. Erstmal für die Bilder vielen, vielen Dank. Also das hat wirklich mir großen Spaß gemacht, mit dir da so ein bisschen drüber zu reden. Wir haben ja noch ein paar Sachen jetzt vor. Es gibt ja noch gleich ein paar Bilder zu sehen, wo du auch noch mal ein bisschen was mit dazu sagst, weil die Teilnehmer oder die Zuschauer konnten ja auch Bilder einreichen unter dem Olympus Tech Talk Hashtag. Ganz kurz blende ich aber jetzt noch mal einmal hier diese Folie ein. Auch da nutzt bitte noch mal diese Slido-App. Fotografiert euch gerne den QR-Code ab, loggt euch dort unter slido.com ein. Ihr könnt dort gerne, wie gesagt, Feedback dazu geben. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Was wünscht ihr euch für kommende Livestreams? Also gebt uns dort wirklich ja, viel, viel Feedback ab. Olympus wird gerne lesen, was ihr da alles dazu zu sagen habt. Ja, das erstmal soweit. Ansonsten, Patrick, was willst du noch irgendwas so zum Abschluss zu deinen Bildern loswerden oder liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne sagen wolltest? Ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Wer mehr sehen möchte, kann gerne auf unseren Kanälen, unsere heißt immer Lisa und mein Kanal, mit vorbeischauen. Social Traveling findet man bei Instagram, Facebook, die Webseite auch einfach social-traveling.de. Freue ich mich riesig, wenn der ein oder andere vorbeischaut. Da findet man auch sehr viele Informationen eben zu den sozialen Projekten, zu dem Barnabas Children Center in Kenia, das wir nach wie vor sehr intensiv unterstützen. Und natürlich auch jede Menge Fotos. Prima. Jede Menge Genau. Fotos ist, glaube ich, ein schöner Stichpunkt. Ja, von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank. Hat mir auch mega Spaß gemacht, hier mit dir mal meine Bilder durchgehen zu können. Für mich auch eine ganz neue Erfahrung, mal so einen Vortrag mehr oder weniger im Gespräch zu halten. Normalerweise stehe ich ja eher auf Bühnen und darf dann Ja. meinen Monolog darunter rattern. Von dem her eine ganz neue, spannende Erfahrung, aber hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuschauern auch. Schön. Wie gesagt, ich würde sagen, wir gucken uns noch von den Zuschauern noch ein paar Teilnehmer an, von den Zuschauern noch ein paar Teilnehmer an, von den Zuschauern noch ein paar Fotos an. Der Rolf schreibt übrigens hier noch vielen Dank für den Vortrag und die tollen Bilder. Also auch das passt absolut. Wir haben so ein paar Bilder rausgesucht. Ich muss jetzt nur gestehen, mein Monitor steht so weit weg, ich kann die Namen nicht mehr lesen, von wem die Bilder sind. Das tut mir echt leid. Aber wenn man jetzt hier als erstes das Sonnenuntergangsbild, Sonnenuntergänge haben wir bei dir eben auch schon ein paar dazu gesehen. Also wie gesagt, ihr habt immer die Möglichkeit, auf Instagram, auf Facebook mit dem Hashtag Olympus Tech Talk Bilder auch einzureichen. Wir suchen dann immer eine Handvoll Bilder raus, die wir dann gerne hier kurz mal besprechen wollen. Auch das finde ich immer eine ganz, ganz nette Sache, einfach über Bilder zu reden. Sonnenuntergänge mag ich persönlich total gerne. Also fotografiere ich auch total gerne. Das Foto mag ich zum Beispiel sehr gerne, weil es recht reduziert ist. Also du hast halt im Vordergrund, man sagt ja immer so schön, Vordergrund macht Bild gesund. Also ich mag das ganz gerne, dass die Bäume hier im Vordergrund mit drin stehen. Wo ich so ein bisschen am Grübeln bin, ist der mittlere Baum. Ich finde, den könnte man vielleicht noch ein bisschen durch Standort wechseln, irgendwie nach links oder rechts zu positionieren, vielleicht noch ein bisschen. Ja. Ja, ich habe auch sehr viel schon drüber nachgedacht. Ich finde das Bild wahnsinnig schön.
Und es ist immer extrem schwierig zu sagen, was hätte man jetzt besser machen können noch an so Genau. einem Motiv, vielleicht, wenn man den Spot selber nicht kennt. Weil ich finde, das Boot ist natürlich mit der wichtigste Teil vom Bild und Ja. das ist ja schon so eingesetzt, dass es links den Baum gerade so nicht berührt. Das finde ich sehr gut. Rechts ist es eben gerade so dran an dem Baum, aber wenn man jetzt weiter nach links geht, dann berührt es wieder auf der linken Seite. Da muss man einfach sehr, sehr viel rumprobieren, wo es am Genau. besten funktioniert. Ansonsten finde ich schöne Aufnahme. Ich wäre eventuell ein bisschen dichter ran ans Boot, hätte vielleicht ein bisschen weiter runtergeschwenkt, eventuell sogar ein Hochformat gewählt, einfach um nicht diesen, wie du auch schon angesprochen hast, sehr massiven schwarzen Balken so einmal in der Bildmitte zu haben, dass das Bild ja so ein bisschen aufteilt in zwei Bereiche. Kann aber auch sehr interessant sein. Wie gesagt, ist sehr schwierig, da eine Einschätzung zu geben, wenn man den Ort nicht Genau. kennt. Also es ist im Nachhinein, finde ich ja, kann man immer ganz viel an Bildern zerreden oder anders machen, wenn man selber nicht vor Ort war, wie du auch schon gerade gesagt hast. Von daher ist es ja immer ganz, ganz schwierig. Und ja, auch da, man muss immer das Beste draus machen. Ich weiß nicht, ob man da noch nach links oder rechts gehen kann. Vielleicht ist links auch nochmal irgendwas. Also, ne, das lässt sich alles ja im Nachhinein nicht beurteilen. Von daher, das sind so die Sachen, die uns jetzt erstmal dazu einfallen. Aber ich finde halt die Lichtstimmung hier wirklich sehr, sehr schön bei dieser Aufnahme. Ich mach mal. Das nächste Bild, auch das ist ja eher dann nochmal so deine Region, wo wir auch, obwohl das ist, glaube ich, Island jetzt hier, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber zumindest geht es ja auch mal nördlich, was dir ja wieder, glaube ich, ganz gut zugute kommt. Aber auch hier, ich finde diese Lichtstimmung, ich finde die Farben schön, ich finde dieses erdige Braun im Vordergrund sehr schön. Ich finde es toll, wie die Lichtstimmung nach hinten so in das Blau-Graue übergeht. Also das mag ich wirklich sehr, sehr gerne von der Lichtstimmung. Ich glaube auch ganz ähnlich wie in Norwegen, das sieht auch nach so einem Moment aus, wo man die Kamera ansetzt und dann vielleicht gerade noch die Sonne ein bisschen durchkommt, hier in den Vordergrund reinleuchtet und den Fluss dadurch ja auch erst nochmal so ein bisschen hervorhebt. Und von dem her sehr schöne Aufnahme. Und auch hier schwer im Nachhinein zu beurteilen, was man vielleicht noch hätte anders machen können. Ich persönlich mag Querformate in der Landschaftsfotografie oft noch ein bisschen lieber, einfach weil man noch mal ein bisschen mehr von der Weite zeigen kann. Kann man jetzt natürlich nicht beurteilen, ob da rechts und links noch viel Spannendes zu sehen gewesen wäre. Von dem her, ja, ich finde es ein sehr schönes Bild und sieht nach einer Region aus, wo ich auf jeden Fall auch dringend mal hin sollte. Unbedingt auch mal auf Instagram gucken, wo das Ganze denn war. Ich mache hier mal nochmal weiter. Ne, das ist, glaube ich, ein anderer Fotograf. Auch das würde ich mal auf Island tippen. Vulkan im Hintergrund. Nochmal vom gleichen Fotografen, Falter W. heißt er auf Instagram. Du kannst besser lesen Genau. als ich. Du sitzt näher am Monitor. Das ist dein großer Vorteil. Jetzt, weil ich kann es nicht mehr lesen, leider. Ich habe mir auch vergessen, die Namen aufzuschreiben. Also es tut mir echt leid. Aber auch hier, unheimlich schöne Lichtstimmung. Wunderschöner Kontrast, einfach so ein Warm-Kalt-Kontrast, dieses Blau-Gelb, funktioniert natürlich wahnsinnig gut. Es sieht nach einer Langzeitbelichtung aus, dass der Nebel vorne noch hier aus dem kleinen Kratern oder von dem Lavafeld oder Magmafeld, ich kenne mich nicht so genau aus, wie das dann heißt in dem Zustand, aber wie der Dunst dort rauszieht und schön nach links verwischt, finde ich sehr schön. Ja. Genau, kann man auf jeden Fall so lassen, das Bild. Ich finde es auch schön, dass es halt im Vordergrund nicht so komplett dunkel irgendwo ist, sondern dass auch nochmal diese hellen Spots in den vorderen Bereichen drin sind. Also mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Also sollten wir unbedingt mal hinfahren. Wirklich schön. Man sollte übrigens mehr verreisen. Auch hier wieder. Lichtstimmung ist, glaube ich, heute echt ein schönes Thema. Ich glaube, die Bilder wurden echt schön dazu eingereicht. Ich finde es schön, wie hier der Vordergrund mit einbezogen worden ist. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, hier wieder eine Hochformataufnahme, dass man noch mehr Himmel sieht. Ich mag immer ganz gerne, wenn man viel Himmel sieht. Aber auch hier finde ich es von der Einteilung her schon wirklich sehr, sehr schön, dass es halt nicht mittig ist. Ich finde den Vordergrund wirklich sehr schön mit einbezogen. Also auch das finde ich eine sehr schöne Aufnahme. Ja, absolut. Ich bin eben auch Fan von entweder Quer- oder Hochformat. Quadrat ist nur für mich persönlich so, wünsche ich mir noch in irgendeine Richtung weiter gucken zu können, aber ich weiß nicht, das ist vielleicht auch, weil ich noch so aus der klassischen 3x4-Fotografie irgendwo Ja. komme und so. Also ich finde Quadrat für Porträts unheimlich schön. Da mag ich es total gerne. Aber Landschaft tue ich mir auch ein bisschen schwer mit Quadrat. Ja, auch hier wäre eventuell, aber ich sehe auch unten sind so drei Punkte. Das ist ein Durchwischpost. Eventuell ist es ja sogar ein Querformat im Es Endeffekt. waren drei Ich einzelne könnte mir Bilder vorstellen, aus einer ähnlichen Situation. Also es war jetzt nicht so ein zusammengesetztes Bild. Also ich glaube, das Format war schon so bei diesem Bild. Ja.
Ja, könnte eventuell auch im Querformat gut funktionieren, wenn man links, rechts einfach noch mal ein bisschen weiter sieht oder links. Aber wie gesagt, der ganze Bildaufbau für das Format auf jeden Fall sehr schön. Also hier der Stefan fragt gerade, wo an der Schlei ist es denn entstanden? Also Schlei, vermute ich mal, bezieht sich auf die Instagram-Bilder. Von daher, geh einfach mal zu Instagram und such dort nach dem Hashtag Olympus Tech Talk. Dann wirst du direkt auf diese Bilder stoßen. Und vielleicht steht dort unter dem Bild mehr. Also ich muss gestehen, ich kann dir dazu gar nicht mal so viel mehr sagen. Ich habe die Bilder heute Morgen einfach so spät wie es geht nur irgendwie rausgesucht, dass wir die hier zeigen können. Kann ich leider nicht viel mehr dazu sagen. Ich mache mal das nächste Bild an. Auch hier wieder, das ist ja eher dann die Hochformat-Variante davon. Oder die Ah, ich hochformatigere da war gerade Variante. schon ein Bild auseinander, ne? Dann warst du gerade beim Sonnenuntergang, ich war noch beim Vulkan. Ah, okay, sorry, dann war ich jetzt schon wieder zu schnell. Dann hat vielleicht manches, was ich gerade gesagt habe, keinen Sinn Na, ergeben. ich glaube, es hörte sich noch ganz gut an. Also ich glaube, es passte noch alles. Also jetzt. Tut mir leid, ich sehe eben live die Bilder gerade nicht mehr. Mein Handy hat sich inzwischen auch verabschiedet. Ich sehe den Stream leider gar nicht mehr. Okay, dann Und beschreibe deswegen, ich jetzt einfach sind wir mehr. bei dem Hochformatbild, Sonnenuntergang mit Steinen im Vordergrund und verwischtes Wasser, ne? Genau. Gut. Aber ich glaube, der Rest war auch nicht so verkehrt. Also es passte, glaube ich, alles ganz gut dazu. Ja, hier finde ich schön, dass man ein bisschen mehr Himmel sieht. Das mag ich ganz gerne. Ich habe im ersten Moment so überlegt, sind die Steine vielleicht vorne ein bisschen zu dunkel, zu massiv, als Klotz vorne drin? Aber auch da, ich würde jetzt mal nicht hingehen und das nochmal irgendwie anleuchten oder so. Von daher finde ich das, glaube ich, alles gut, so wie es ist. Also ja, ich mag auch hier den Vordergrund, wie er einbezogen ist. Ich mag den Himmel sehr, sehr gerne. Die Lichtstimmung an sich ist wirklich schön. Ja, finde ich echt gut. Ja, auf jeden Fall. Sehr schöne Aufnahme. Ich bin eh Fan von Langzeitbelichtungen am Wasser, wo dann noch so Steine rausragen. Das sieht irgendwie mal gleich so magisch, märchenhaft aus, wenn das so wie so ein feiner Dunst nur noch drumherum geht. Genau. Das hätte ich eventuell versucht, noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Also vielleicht das Stativ sogar auf den großen Steinbrocken, der im Vordergrund liegt, oben drauf stellen, damit man die anderen, die wirklich ganz im Wasser sind, dass man das noch ein bisschen mehr hervorheben kann, dieses Besondere durch die Langzeitbelichtung. Aber wie gesagt, auch hier ist es sehr schwer einzuschätzen, was wäre an dem Spot überhaupt möglich gewesen. Und ich finde es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Hätte dann auch vielleicht den Vorteil, dass vorne dieser Bereich nicht mehr so dominant dunkel ist, dann hättest du das vielleicht können wieder so ein bisschen umgehen. Also von daher einfach nochmal hinfahren. Nein, wirklich. Nein, wirklich eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Und wie gesagt, im Nachhinein besser machen, besser, schlechter. Ich finde das wirklich eine gelungene Aufnahme und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Kommen wir mal zum nächsten Bild. Das ist die Susanne, das weiß ich noch, weil das ist der einzige Name, den ich kannte. Finde ich toll. Also würde ich mir so ausdrucken, an die Wand hängen. Ich mag diese Unschärfe im Hintergrund. Ich mag die Lichtstimmung hier wieder. Das sind alles jetzt gerade wirklich Dämmerungsaufnahmen. Finde ich ein tolles Bild. Also das mag ich wirklich total gerne. Ich mag es, wie der Ast so von links da reinguckt. Ich mag, dass noch so zwei, drei kleine Zweige im Hintergrund sind. Würde ich mir echt so aufhängen. Finde ich auch. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, man könnte darüber diskutieren, ob der Fokuspunkt jetzt am idealsten Punkt ist, weil vorne eben der Stiel noch so ein bisschen scharf ist und hinten dann die Spitzen unscharf werden. Hätte ich eventuell ein bisschen weiter nach rechts gesetzt auf den Halm, auf den Grashalm quasi. Aber ansonsten, wie du schon sagst, wunderschöner Bildaufbau und sehr harmonisches, stimmungsvolles Bild. Ja. Und auch da, keine Ahnung, ob der Zweig vielleicht ein bisschen gewackelt hat durch den Wind oder irgendwas. Das stecken wir jetzt hier einfach hier nicht drin, aber insgesamt Chapeau, tolle Aufnahme. Auch das hier, das fand ich also ich muss ja gestehen, Blümchen fotografieren ist bei mir ähnlich wie Vögel fotografieren. Ich kann es nicht. Und von daher, diese Aufnahme fand ich wirklich toll. Es gab noch eine passende Schwarz-Weiß-Aufnahme dazu. Ich habe jetzt diese mir hier ausgewählt. Also, das finde ich von der Farb- und Lichtstimmung ähnlich schön wie deine Tieraufnahme eben, wo ich gesagt habe, ich mag dieses Spiel von den Blättern, dieses Farbenspiel. Das Wasser, was hier drumherum, ich habe zuerst überlegt, hat er das in Wasser reingetunkt und bewegt, aber es ist, glaube ich, irgendwie Wasser, was drauf spritzt, sprüht oder irgendwas. Könnte in der Nähe Wasserfall vielleicht gewesen sein. Genau, also tolle Aufnahme, tolles Licht, tolle Lichtstimmung, finde ich wirklich toll, schön. Absolut super stimmungsvolles Bild und ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Definitiv, wäre, glaube ich, auch so eins, was ich mir ausdrucken würde. Und einmal mit an die Wand hängen würde. Also von daher wirklich sehr, sehr schön. Absolut.
Dann kommen wir zum nächsten Bild, ein Bienchenbild. Das ist ähnliche Kategorie wie Vögel bei mir. Also ich weiß, das können andere Leute viel, viel besser als ich. Von daher ist es immer vermessen, wenn ich was zu Natur- und Tierfotos sage. Aber generell, ich mag es, dass die Biene sehr, sehr schön freigestellt ist. Das mag ich total gerne. Ich hätte mir allerdings von der Blüte, ich hätte, glaube ich, mir die Blüte ganz drauf gewünscht. Also rechts noch diesen Zipfel ein bisschen mehr. Und auch wenn ich immer gern viel Leerraum um Motive irgendwo drumherum mag, mir persönlich ist, glaube ich, links ein bisschen zu viel Luft. Also das würde ich vielleicht nochmal vom Beschnitt her ein bisschen bearbeiten, dass der Fokus noch mehr auf die Bienen liegt und nicht ganz so viel Grün drumherum ist. Ja, das hätte ich eben, wie du auch sagst, ich hätte versucht, natürlich rechts die Blume vielleicht noch ein bisschen mehr drauf zu kriegen, aber eben, wie das ja so oft ist, man weiß nicht, wie war die Situation, kann ja sein, dass es ganz spontan, oder da ist eine Biene schnell noch rübergezogen und dann war sie halt noch nicht ganz drauf. Wenn das Bild jetzt schon so ist, wie es ist, hätte ich auch lieber links noch was von dem grünen Bereich weggeschnitten, vielleicht ein Hochformat rausgemacht, weil dann stört es auch nicht mehr so, dass die Blume rechts aus dem Bild fällt. So sieht es einfach aus, als hätte man den Bildausschnitt ein bisschen zu weit nach links gerückt. Genau. Aber auch da, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Bienchen fotografiert habe. Also ich bin da, glaube ich, nicht prädestiniert dafür, da wirklich ein qualifiziertes Tierkommentar abzugeben. Bei mir, also ich muss auch dazu sagen, ich habe selber auch noch kein besseres Bild von der Biene gemacht. Vielleicht sollten wir einfach mal uns treffen und irgendwo Makroaufnahmen Blümchen und Bienchen fotografieren, damit wir da mitreden können. Ja, ich bin ein paar Vögel nebenbei. So, das waren im Prinzip alle Bilder, die ich jetzt heute mal so rausgesucht habe. Es kam heute Mittag noch eine Mail, auf Facebook ist noch ein Bild eingegangen. Ich muss gestehen, es war zu spät, um das Bild noch irgendwo einzubauen. Ich versuche. Hier ist noch eins hinten dran. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Wenn du noch weiterklickst. Nee, also ich habe jetzt hinten dran keins mehr. Okay. Gut. Nee, das war noch von der Woche vorher, Entschuldigung, von dem Live-Talk vorher, das hatte ich vergessen rauszulöschen. Das war mein Fehler, was ich dir da falsch rüber geschickt habe. Mit dem Bienchenbild hört es bei mir auf. Sehr gut. Ja, dann nochmal hier einmal ganz kurz nochmal zum Einblenden. Wie gesagt, Feedback, Kommentar, Wünsche, Anregungen, wirklich wichtig. Auch wenn ich euch damit immer nerve, dass ihr das ausfüllen sollt, macht es bitte gerne, weil ich freue mich wirklich über Feedback. Olympus freut sich über Feedback. Wünsche, Anregungen, gerade jetzt auch für die nächsten Monate, was können wir da noch so machen? Je mehr ihr uns dort hinterlässt, je mehr ihr uns mit auf den Weg gebt, umso mehr können wir das irgendwo umsetzen. Ansonsten sind wir, glaube ich, erstmal soweit durch für heute, oder? Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, auch nichts mehr anzumerken. Nun denn, dann, falls, ich gucke mal noch mal einmal hier auf den Chat, falls irgendwo noch Fragen kommen, jetzt wäre genau der richtige Moment, um noch seine letzten Fragen loszuwerden. Also wer mag, wem noch irgendwas auf dem Herz liegt, darf da gerne noch was hinschreiben. Ich habe das noch mal einmal irgendwo so im Auge. Ansonsten darf ich mich wirklich noch mal recht herzlich bei dir, Patrick, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mitgemacht hast, dass du die Zeit geopfert hast. Der Rolf schreibt hier, danke für den kurzweiligen Abend. Da kann ich wirklich zustimmen. Das war wirklich toll. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch nochmal danke an Olympus, dass die das Ganze hier möglich machen, dass wir uns hier austoben dürfen und uns hier Bilder anschauen dürfen und über Bilder reden dürfen. Ich finde es wirklich toll, dass wir sowas machen können. Ich hoffe, wir können das noch ganz, ganz oft machen. Patrick, euch beiden, wie sage ich es am besten? Alles Gute, hört sich blöd an, aber viele warme Nächte in kalten Bussen. Ihr seid jetzt gerade wieder fleißig am Umbauen. Ich verfolge das so ein bisschen auf Instagram mit. Das nächste Heim wird noch ein bisschen größer. Also es lohnt sich wirklich auf Instagram mal zu gucken. Ihr seid dort wirklich sehr, sehr fleißig, egal ob es handwerklich, fotografisch ist. Ich ziehe da wirklich meinen Hut davor. Ich finde es toll. Ich hatte bisher noch nie den Mut dazu, so lange unterwegs zu sein. Großartig. Bleibt gesund und munter. Es war mir wirklich ein Fest, dass ihr hier oder dass du mit hier dabei warst. Gilt genauso auch für deine Freundin, die wahrscheinlich nebendran gesessen hat und das Ganze mitverfolgt hat. Vielen, vielen Dank. Also ich fand es wirklich toll. Dankeschön, vielen Dank. Und auch von meiner Seite vielen Dank für das nette Gespräch und für den schönen Abend. Und ja, auch dir alles, alles Gute. Dankeschön. Also, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Der nächste Termin wird wahrscheinlich im September sein. Wir diskutieren gerade noch, ob der August oder der September drankommt. Ich hoffe natürlich auf den August. Das hängt von eurem Feedback ab. Und ansonsten vielen, vielen Dank für den kurzweiligen Abend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt alle gesund und munter. Und ja, bis demnächst. Und danke fürs Zuschauen. Ja, tschüss. Ciao.